Moin, Freunde! Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Livestream. Hier im LS. Einen Moment. Achso, ich muss auch das umstellen. Hier im LS22. Ich habe mich gerade links in der Anzeige gewundert, warum da irgendwie der Ladebildschirm des LS lief. Dann habe ich aber bemerkt, das ist ja eigentlich meine Zuschaueranzeige. So! Ja, moin moin Freunde, willkommen zurück auf The Old Stream Farm. Allerdings heute Multiplayer, wow, schwindelig. Multiplayer und, naja, nicht mit solcher Asimucke hier. So, das E-Werk, Leute. Bester Musiksender im LS selber. Ich finde ihn auf jeden Fall cool. So, erstmal was zu trinken rausholen. Leute, boah, mir ist warm, ey. Mir ist warm. Ich hoffe euch auch. Schön, dass ihr da seid. Einen wunderschönen Sonntagmittag. So wie gewohnt. Irgendwo um die Mittagszeit bin ich ja sonntags eigentlich immer live. Und damit ein Moin Moin an das gesamte Team. An den gesamten Livestream-Chat. Freunde, schön, dass ihr da seid. So, ich muss kurz... Oh! Krass, seit wann ist denn sowas mal im Angebot? Hab ich ja noch nie gehabt. Der Gessner. Krass, hatte ich noch nie im Angebot. Okay. So, Leute, wir müssen einmal ganz kurz schauen. Ich bin auf der Old Stream Farm. Ja, ich habe allerdings, glaube ich, noch nicht... Doch, von der Präsentation... Einen Moment, ich muss mal kurz gucken, ob ich die Präsentation... Nee, die Präsentation war raus, ne? Einen Moment. Nee, Präsentation ist noch drin. Okay, so, einen Moment. Ich muss nämlich mal kurz hier... Das Gute ist, das habe ich ja... Alles gemietet. Das heißt, die Rückgabe ist eigentlich ziemlich einfach. Weil, jo, wir haben ja eh alles gemietet. So, Moment. So, das bleibt. Ich glaube, ich habe aber auch wieder einen externen Mod mit drin. Den muss ich dann kurz noch löschen. Das sind, glaube ich, die Gewichte. Das ist aber gar kein Problem. Dann haben wir direkt die Kombi hier, indem ich hier alles mal zurückgebe. Denn wir machen heute mal Gülleverschlauchung extrem. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. So, der kann auch weg. Den hatten wir auch nur geliehen. Achso, ne, Moment. Das hatten wir geliehen. Und das kann auch wieder... Ich glaube, das muss ich löschen. Ich glaube nämlich, das ist ein externer Mod, sodass ihr nicht joinen könnt. Das ist aber kein Problem. Es wird einmal kurz abgespeichert. Dann gehen wir nochmal raus aus dem Spiel. Wir schauen auch nochmal direkt die Updates. Grüße gehen raus an über 100 Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Vielen, 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 vielen Dank. So, das hier will ich nämlich mit reinpacken. Toplift, Staya und Trendsystem hatte ich euch ja präsentiert. Richtig geiles Paket. Werden wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. So, ich muss kurz gucken. Alles muss ich grundsätzlich nicht updaten. Boah, da sind aber viele Updates gekommen. JCB Fast Track Paket. Das Roland Pack hat ein Update bekommen. Was ist denn hier? Okay, ich glaube, ich habe... Ich... Keine Ahnung, habe ich so lange nicht mehr LS gespielt? Warum sind denn hier 10 Millionen Updates zu machen? Was ist denn bei mir verkehrt? Das kann ja eigentlich gar nicht stimmen, Leute. Da müsste ich ja seit Jahren keine LS mehr gespielt haben, dass hier der Deutz 8er ein Update bekommen hat. Oder was habe ich hier verpasst? Wahnsinn, das hat ja wirklich alles, selbst die Betontrennwände. Heidewitzka, aber ist ja gar kein Problem. Keimsten fahren, ja, hat auch ein Update. Ja, ja, ja. Ist gar kein Problem. So. Nee, das lag daran, dass wir Mais gehackt haben. Ach, stimmt. Das Maishäcksel. Ach, stimmt. Ja, ja, ja. Stimmt, ja. Da war ja ein bisschen was vorgefallen, Leute. Aber das ist ja gar kein Problem. Ja, es ist natürlich toll, dass die Updates jetzt wieder nicht... Oh, hasse es. Manchmal will er diese Updates nicht übernehmen, dann muss ich erst aus dem Spiel raus, dann wieder ins Spiel rein und dann irgendwie übernimmt er die Updates. Die Gewichte gehören zum Steierpack. Ja, weil er Moritz gerade geschrieben hat, ich hätte einen, nee, der Zockerrot hat geschrieben, externen Mod. Müsste ich gleich mal selber gucken. So. Ja, ein paar hat er übernommen, ein paar nicht. Ich hasse das mit diesen Updates, ne? Dass das manchmal einfach nicht ordentlich funktioniert, dass er diese Updates nicht übernimmt. Du machst die Updates, weißt, dann gehst du aus dem Mod-Tab raus, gehst wieder rein, sind die Updates wieder da. Hab ich bis heute nicht verstanden, warum das so gehandhabt wird. Oder ob da irgendwie ein Problem, ein Fehler vorliegt. Ich weiß es nicht. Weißt du, jetzt steht das da alles auf Warten. Jetzt gehe ich bestimmt wieder raus. Hier, Pumps and Hoses, Leute. Das werden wir heute ausgiebig nutzen. Das bedeutet grundsätzlich ja... Jeder von euch
kann mitspielen. Na, natürlich. Allerdings ist es heute mit Pumps und Hoses DLC. Wenn ihr euch natürlich jetzt sagt, boah, ich will unbedingt mitspielen und wollt mir sowieso das Pumps and Hoses DLC holen, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr den Unterstützer-Link, dann könnt ihr euch das direkt kaufen über den Giants E-Store. Ihr bekommt dann, bei mir ist es momentan immer so, innerhalb von 5 Minuten eine E-Mail mit dem Download-Code und dann könnt ihr euch das Spiel herunterladen, also das Update ziehen, beziehungsweise, das, nein, ist ja nicht das Update, ist ja das DLC ziehen, Pumps and Hoses Pack, und habt dann natürlich die Möglichkeit mitzuspielen. Wenn ihr, wie gesagt, mit dem Gedanken sowieso gespielt habt, dass ihr euch dieses Pack noch holen wollt, über den Unterstützer würde ich mich sehr drüber freuen. Ich gebe mir die Kugel hier. Es kann doch nicht sein, dass das so schwer ist, hier die Updates zu ziehen. Was ist daran so schwer? Das ist manchmal ein blödes Spiel, ey. Jetzt macht er sie. Guck. Jetzt geht er hier einmal durch. Update. Mal gucken, ob er sie jetzt alle macht. Wie Schisse mit Nissel hier, ey. Da kannst du mir aber glauben. Ganz normaler Sonntag bei mir. Thomas, du sagst es. Das ist ein ganz normaler Sonntagstream bei mir, Leute. Schisse mit Nissel. Zappalot nochmal. Ey, leck mir doch der Ömmel hier. Das kann doch nicht wahr sein. So, wir schließen nochmal das Spiel. Ich starte es nochmal neu. Ist ja gar kein Problem. Ich weiß aber auch gar nicht, oder ich verstehe bis heute gar nicht, woran das liegt, dass er diese Updates nicht richtig installiert. Ich hoffe, dass du dieses Jahr noch die 50.000 schaffst. Kerstin, das hoffe ich auch, Leute. Road to 50.000 Abonnenten. Boah, ich gebe mir... Aber doch, jetzt haben wir fast alle. Road to 50.000 Abonnenten, Leute. Würde mich natürlich sehr drüber freuen. Wir haben 48.487. 13 Stück noch, dann sind wir aber wieder bei 500. Da waren wir schon mal vor ungefähr 3-4 Monaten, als ich eine etwas ungeplante Pause machen musste. Aber jetzt sind wir wieder auf einem guten Weg dahin, muss ich sagen. Könnte ein Montag sein, ja. Das könnte auf jeden Fall auch hier wie ein Montag gerade sein. So, wie viel kostet das DLC? Michael, das DLC Pumps and Hoses kostet 17,99 im PlayStation Store. Entschuldigung, im Giants E-Store. So, hat er jetzt alle gemacht hier? Schisse mit Nissel, wir beenden nochmal das Spiel. Das ist immer gut, ne? Das hätte schon vorbereitet sein können, aber ich hatte keine Zeit gehabt. So, was haben wir heute? Sonntag, ne? Sonntag, 12.38 Uhr. Eigentlich eine schöne Zeit, oder? Eigentlich eine schöne Zeit. So, ich merke mir das jetzt einfach, die beiden Krone. Warte, wir müssen mal gucken, ob wir die Kronen überhaupt mit dabei haben. Krone. K. Nö, die beiden Kronen dann haben wir eh nicht mit drin. Das heißt, das habe ich nicht mit drin. Nee. Klaas Kargos, glaube ich, habe ich auch nicht mit drin. Nö, dann sollte es ja jetzt passen. Klaas, warte mal, wir gucken mal kurz. Klaas Kargos, nee, habe ich auch nicht mit drin. Dann dürfte es jetzt eigentlich passen. Jetzt müsste ich aber, glaube ich, irgendwo... Habe ich noch einen externen Mod mit drin? Lass mich mal kurz gucken. Ich hatte mir das ja vorher mal sortiert. Einen Moment, ich muss mal kurz überlegen. Ich war ja so schlau und habe mir Mod-Ordner angelegt, weil ich so viele verschiedene Maps spiele, dass ich mir immer gedacht habe, so, wenn ich jedes Mal dann die alle Mods da reinnehme, das gibt Chaos. Ich mache das jetzt ganz einfach, Leute. Bevor ich jetzt hier irgendwie einen externen Mod drin habe, der dann wieder nicht funktioniert, machen wir jetzt einfach einmal einen Moment. Das Pumps and Hoses sollte ich vielleicht nicht löschen. Habe ich das jetzt? Oh mein Gott. Das ist aber vollkommen normal hier. Wieso finde ich jetzt das Pumps and Hoses nicht? Wie heißt das denn hier? Staplergewicht? Altstream? Warum heißt das Pumps and Hoses nicht einfach Pumps and Hoses? Es dürfte hier eigentlich nicht mit drin sein. So, passt mal auf. Dann löschen wir die jetzt einfach mal hier. Zack. So, weil das dürfte ja im Spiel selber installiert sein. So, das sind meine Altstream-Farm-Mods. Ich muss ja darauf achten, dass ich auch halt, wie gesagt, nur interne, also Mods über den Mod-Hub mit reinnehme, weil sonst kann ja nicht jeder mitspielen. Dann geht nämlich das wieder los. Ja, du spielst ja jetzt auf PC, du hast externe Mods mit drin, wir Konsolenspieler können nicht joinen. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet. So, moin, Fischigott, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, Nicole.
Moin Moin, Sixpack Boy wieder mit dabei. Herzlich willkommen. Was geht ab, Phil Army? Haut einen Fünfer in den Port. Dankeschön. So. Ja, mein Tippi-Stream läuft ja wieder. Eigentlich hätte der Arsch jetzt, Entschuldigung, der Hintern dieses Typs wackeln müssen. Vielen, vielen Dank an den Phil Army für deinen Support. Mega geil von dir. Dankeschön. So. Ich habe jetzt nur Allstream-Farm-Mods mit reingenommen. So, jetzt habe ich hier bei hier noch zwei Updates. Macht er sie jetzt oder macht er sie nicht? Ich habe mir Freitag den LS22 geholt, finde ihn so geil, aber ich habe leider noch nicht das Gülle-Paket. Das Pumps and Hoses DLC. Ben, hast du es dir für Konsole oder für PC geholt? Also den LS. Für was hast du es dir geholt? So, jetzt muss ich nochmal raus. Wann kommt mal wieder die Chaosbach? PG Moritz, soweit ich weiß, ist sie für den LS22 leider gar nicht geplant. So, Freunde, komm, wir lassen jetzt erstmal ein Abo da, ein Likechen da. 140 Leute. Wo sind denn die 300? Hallo! Bestimmt wieder keine Benachrichtigung rausgegangen. Wie so oft. Du willst dich doch jetzt verarschen. Warum stehen die denn jetzt auf Update? Das Spiel will mich doch heute echt verarschen, oder? Die waren gerade noch nicht mit drin und jetzt, ja, jetzt machen wir da erstmal ein Update. Hallo? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Und vor allem warten. Ich zock aber gerade die Ellerbach. Moritz, ja. Das ist eine gecrackte, also was heißt gecrackte? Eine nicht von dem Modder konvertierte Version. Da will ich nichts mit zu tun haben. Boah, ey, wir müssen auch mal langsam Erfolge hier mal freischalten. Haben wir noch lange nicht alles freigeschaltet. Ich beende nochmal das Spiel. Einen schönen guten Morgen, Zockerguy. Herzlich willkommen zum Chaos-Stream. Anklicken, warten, bis alles geladen hat. Das habe ich leider auch. Und dann erst raus, leider. Dann sind die drin. Und moin, moin. Moin, Markus. Ja, ich habe das Problem eigentlich so nie gehabt. Weißt du, vor allem jetzt, ne, steht der wieder hier auf Update. Blackhawk, moin, Linus, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Das ist das, was mich wirklich stört. Ich verstehe nicht, warum das so ist. Servus, Cetarius, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Leute, gerne den Stream teilen, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bei mir normalerweise auch, Markus. Normalerweise mache ich hier Update, dann macht er die auch direkt. Dann gehe ich einfach wieder raus und kann ins Spiel reingehen und dann läuft es bei mir. Hast du entpackte Mods im Ordner? Nein, warum das denn? Nein! So, Fans 700 und MF, haben wir die überhaupt mit drin? Fans 700, ja natürlich habe ich den mit drin und den MF habe ich natürlich auch mit drin. Like ist da, Patrick. Dankeschön, Ingrid, herzlich willkommen. Gib mir die Kugel. Dankeschön, Kerstin. Mach's gut. Ciao, ciao. Ich gehe jetzt nochmal aus dem Spiel. Normalerweise zieht ihr diese Updates jetzt und dann gehe ich wieder rein. Boah, habt ihr diesen Hype mitbekommen, Leute? Hier, FIFA 23 Pack Opening. Alter Verwalter. Was haben sie reingesteckt? 20.000 Euro. Kannst du meine Freundin grüßen? Sarah, Grüße vom Black Angel. So. Haha. Geil. Weißt du, die stehen alle noch auf Warten. Hier, die müssen noch geupdatet werden. Da sind sie aber auch schon mit drin. Ja, warum stehst du jetzt auf Warten? Ich hasse es. Ich krieg echt das Kotzen. Piki Creepycraft, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich hasse es. Entschuldigung, Leute, ich hasse es wirklich. Da bin selbst ich der Meinung, da sollte Giants einfach mal was dran tun. Ich verstehe dieses Problem nicht mit, dass die Updates nicht ziehen. Kann doch nicht so schwer. Entschuldigung, da fuck ich mich gerade richtig drüber ab, ich weiß. Man sollte sich ja nicht aufregen, aber sowas, Entschuldigung Leute, das regt mich richtig auf.
Sowas regt mich richtig auf, weil das darf einfach nicht sein. Kein Spiel ist perfekt, das wissen wir, aber es kann doch nicht sein, dass ein Spiel es nicht hinbekommt, Updates zu ziehen, wenn man sie schon verlangt. Das heißt, sie sitzt hier. Keine Ahnung, Viertelstunde Streamzeit schon rum und noch nichts getan. Manuel, danke schön fürs Teilen. Daniel, moin, grüße dich. Schön, dass du da bist. Weißt du denn jetzt hier? Ach ja, jetzt will ich gern das nur alles updaten. Ach ja, und das könnte man ja auch noch updaten. Ja, FU. Meine Fresse, ey. Kann doch nicht so schwer sein. Weißt du, willst du Gülleverschlauchung extrem machen und der, ja, mach mal Updates. Buhuhu. Ja, wird heute ein Mod-Up-Stream. Das wird heute ein Mod-Up-Stream. Wir bleiben heute den ganzen Tag im Mod-Up und schauen uns hier diese wunderschönen Sachen hier an. Hier, die muss ich auch noch installieren. Habe ich noch nicht gemacht, Leute. Selbst das habe ich noch nicht geschafft. Also, die habe ich alle hier von Giant Software zur Verfügung gestellt. Alles noch nicht gemacht, ne? Versuch mal die Sachen, die nicht updaten wollen, zu den Sinne wieder zu installieren. Nee. Weißt du, was ich hier dann alles. Okay, warte mal, den hier kann ich eh löschen. Warum ist der überhaupt noch mit drin? Das sind doch gar keine Mod-Hub-Mods. Vor allem die habe ich doch eh nicht auf der Allstream-Farm. Die habe ich doch eh nicht auf der Allstream-Farm. Also, was machen die hier? Löschen. Löschen. Weißt du, es kann ja nicht sein, dass die hier in der Warteschlange stehen, ne? HBZ-Fanpage, moin. Herzlich willkommen. Geilo Geist, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich habe das Problem, dass gelöschte Mods als Update im Mod-Up bleiben. Das ist nervig. Ja, das habe ich auch, Kev. Das hatte ich auch schon öfters. Hier, der kann auch raus. Zack, weg damit. Das hier nutze ich sowieso nicht. Können wir auch löschen. Den Brandner hier, den haben wir auch nicht auf der Allstream-Farm. Können wir auch löschen. Arion, moin. Schön, dass du da bist. Ja, das ist das Problem. Die hier, meine ich, die hätte ich drin. Ich kann ja mal kurz gucken. Case, also 700er und Tier 4B, 700er. Ist mir egal. Der Case kann auch gelöscht werden. Ist mir jetzt eigentlich auch egal. Ich will einfach nur spielen, Leute. Nee, ist mir sowas von Latte jetzt. Kann doch nicht sein, dass ich eine halbe Stunde in diesem blöden Mod-Hub rumhängen muss. Nur wegen irgendwelchen Updates und nicht spielen kann. Ja, interessiert mich nicht. Dann sind sie halt weg. Vor allem, weißt du, jetzt hat er eigentlich einfach mal alle ausgewählt. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ja. 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 Brauche ich nicht. Gib mir die Kugel. Ja, die brauchen wir. Das sowieso. Das brauchen wir schon mal nicht. Pumps and Hoses, ja. Rauch-Aero haben wir mit drin, der McCormick ist mit drin, Roland Pack. Ja, toll, weißt du, und der wichtigste wieder vergessen hier. Oh, meine Fresse, ey. So, einen Moment, wir brauchen nämlich das hier noch. Das hatte ich euch ja schon. Jetzt will er das nicht mal installieren. Hallo Morif, grüß dich, gute Besserung. Margit, schön, dass du da bist. User Vario, moin, herzlich willkommen im Livestream, schön, dass ihr da seid. Meine Freundin verbringt mehr Zeit im Stream als mit mir. Du machst mir ganz schön Konkurrenz. Ach komm, Black Angel, du bist doch nicht besser. Du sitzt doch genauso dahinter und guckst dir meinen Stream an. Na, hab ich recht? Ich hab recht, ne? Ihr wollt mich doch echt zerf. Das kann der doch nicht ernst meinen.
So kann man sich auch einen Stream verhauen. Könnt ihr mir glauben, Leute. Jetzt hat sich das hier auch noch aufgegangen. So kann man sich echt einen Stream verhauen. Hallo Tom, moin. So kann man sich echt einen Stream verhauen. Könnt ihr mir glauben. Ich habe eigentlich jetzt schon keinen Bock mehr darauf, ey. Ich würde direkt jetzt am liebsten Bausi anmachen und baggern, ey. Weißt du, wird bald, wenn das so weitergeht, wird das noch mein Hauptteil auf meinem Kanal. Das kann's nicht sein, Leute. Weißt du, ach, jetzt auf einmal nur noch das. Pass auf, wenn ich jetzt hier das starten möchte, da ist es jetzt bestimmt nicht mit drin, ne? Nö, natürlich nicht. Ist ja auch noch nicht heruntergeladen. Sag mal, ist dieses Spiel eigentlich heute total behindert? LS22 Gamer, herzlich willkommen. Ich mach mir echt so ein X in meinen Kalender, wenn ich mal einen Stream mache, wo alles läuft. Ja, komm, scheiß auf das Pack. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ja, ihr könnt mit dem Buckel runterrutschen, so. Das nicht, das nicht. Den brauche ich nicht. Viel zu groß. Alter, was will ich mit einem 3000er Series auf der Oldstream Farm? Ist doch eh viel zu geil. Ich habe übrigens sturmfreie Bude, ne? Deswegen kann ich auch hier rumschreien, wie ich will. Interessiert eh keinen hier. Deinstallieren, Rapsort und laden. Nee, FU. Hallo Michi, moin. Ich lade mir jetzt ja nichts mehr aus dem Internet herunter. Das ist mir einfach zu doof hier, ey. Das darf sowas nicht sein. Weißt du, jetzt erstmal wieder abreagieren. Chill down. Wie soll ich das denn jetzt noch hinbekommen? So ein Chill down, ey. Ich bin gerade echt. Ich glaube, wenn ich so ein Pulsmesser dran hätte, ich bin gerade auf 180. Vielen Dank. 490 sind drin. Ja, Cedric, wenn das jetzt geht, kann jeder mitspielen, ja. Woher ist das Pack? Yannick, welches Pack? FC Bayern, moin. Grüße dich, schön, dass du da bist. So, wenn ich das so sehe, dürfte aber auch hier nichts fehlen. Nö. Betontrennwand ist auch da. Sieht alles gut aus. Wunderbar. Schön, moin Christian. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. So, okay, Passwort ist da. Sonne Grüße, Marcel, moin. Sag mal, wo wohnst du? Das IT-Runner-Pack. Janik aus Mod-Hub. So, hier ist schon mal der Wasserspeicher. Genau, den hat mir hier platziert. Für das Pumps and Hoses-Pack. Also, wie gesagt, wenn ihr Pumps and Hoses besitzt, Leute, dann dürft ihr gerne im Server joinen. Ich wollte heute mal ein bisschen noch mit dem Pumps and Hoses-DLC hier spielen. Und ich denke mal, die Allstream Farm ist dafür eigentlich recht gut geeignet. So, wie man sieht, es funktioniert auf jeden Fall. Der erste Spieler konnte schon mal joinen. Das bedeutet, wir haben jetzt die richtigen Mods mit drin, sodass ihr joinen könnt. Mein Controller funktioniert übrigens auch nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Hier mein Controller, den ich eigentlich an meinem PC angeschlossen habe. Ah, jetzt will er. Ah, jetzt will er doch. Auch gut. Mal kurz abgesteckt und wieder reingesteckt und dann funktioniert das auch. So. Wir müssen jetzt überhaupt mal gucken. Ich habe mir das so gedacht. Ich wollte mal eine eigene BGA bauen. Also so habe ich mir das überlegt. Man kann ja jetzt aufgrund des DLCs eigene BGAs bauen. So, ich denke nämlich mal, dass ich natürlich die BGA, die wir hier besitzen, nicht abreißen kann. Die ist ja hier vorne. Also ich kann mir nicht vorstellen... Oh, das geht doch. Wartet mal. Wie viel? Das wäre natürlich geil. Wartet mal. Also ich kann die Halle abreißen. Ich kann das abreißen. Das probieren wir jetzt einfach mal, oder? Ich habe Angst. Geht das dann auch mit weg? Also die Fahrzeugwaage können wir ja lassen. Aber wir haben ja hier die BGA. Die zwei Bunker sind dafür wirklich ideal. Ich würde aber gerne die BGA hier ein bisschen umbauen. Ich würde halt gerne die aus den Pumps and Hoses hier mit reinnehmen. Was? Du willst ein Thomas ist noch zu früh für Bier. Kein Bier vor vier. Das kannst du mir glauben hier. So.
Ja, Cetarius, ob das jetzt denen so kackegal ist, das weiß ich nicht, aber ich weiß schon, was du meinst. Also ich kann auch dein Unmut verstehen, liegt bei mir genauso. Naja, also ich weiß genau, was du meinst. Natürlich, Zocker Bro, gebe ich dir jetzt gleich. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach. Also eigentlich möchte ich hier unsere eigene BGA hinbauen. Ich weiß aber nicht, ob das hier zusammenhängt. Gucken wir doch einfach mal. Ist weg? Jawoll! Geil! Ja, moin! Prost, Mahlzeit! Willkommen! Gut, jetzt bin ich wieder gut gelaunt. Geil! Geil, 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 geil. Jetzt kann ich hier meine eigene BGA hinbauen. Jawollo! Aber du bist doch nicht Sockenbro, oder? Jawollo! Leute, jetzt let's go! Wir bauen uns erstmal unsere eigene BGA. Für die auf dem Server sind, geht einfach schon mal der Arbeit nach. Also, ihr kennt ja grundsätzlich unser Arbeitswerk. Geht dem einfach schon mal nach und bearbeitet schon mal die Felder. Und dann werden wir jetzt erst einmal eine eigene BGA bauen. Wir bauen jetzt diese neue BGA. Das ist geil. Also da, jetzt bin ich schon wieder gut gelaunt. Jetzt bin ich schon wieder gut gelaunt, Leute. Grüße gehen raus an 200 Zuschauer. Wir können nämlich jetzt hier tatsächlich, ich habe 2 Millionen, können wir uns jetzt hier tatsächlich so ein bisschen die eigene BGA bauen. Das finde ich gut. So. Ich muss aber hier. Ich will mal. Jawohl. Ja, Moment. Ich muss mal hier. Ich muss mal gerade gucken, ob das geht. Ja, ich würde hier gerne das Grundstück ein bisschen anheben. Damit hier diese Bordsteinfläche verschwindet. Aber wenn das natürlich. Nee, das geht nicht. Okay, ist kein Problem. Dann bleiben wir auf dem Niveau. So. Alles gut, Leute. Wir haben genug Geld. Geil. Das finde ich gut. Okay, Leute. Wir bauen uns jetzt mal unsere eigene kleine BGA. Wenn ihr Bock habt, für die mitspielen, ihr könnt auch schon mal gucken, ob ihr schon mal einer der Bunker vielleicht füllen könnt. Ihr könnt ja mal ein, zwei Wiesen mähen gehen und dann Grassilage hier herstellen. Dass wir natürlich auch die BGA mit ihren vielen Möglichkeiten in die Produktion reinbekommen. Die Halle würde ich tatsächlich, glaube ich, mal stehen lassen. Ich finde, die steht da ganz gut. Ich denke mal, das kriegen wir auf jeden Fall hin, Leute. Dass das funktioniert. So. Und zwar, Leute, wir haben ja eine Pumps and Hoses DLC, unsere eigenen Stahlkamp-BGAs. Das bedeutet, wir müssen auch diese platzieren. Kannst du mal erklären, wie man das DLC runterlädt? Wenn man, das konnte ich leider nicht lesen. Hallo Finn, moin. Wie sieht das mit Schleuschnitzer aus? Ja, das kommt alles. Also kannst du gerne schon mal... fertig, Mann. Zeig mal so ein paar Pakete. Also nicht zu viele. Schläuche. Guck ein bisschen nach den Farben. Ich hatte mir überlegt, so dass wir, wenn wir so zwei von den Gülleverschleuchungen haben, also dass wir jede Haspel oder diese Trommeln für mich, mit verschiedenen Schläuchen machen. Weißt du, dass eine Haspel oder eine Trommel orangene Schläuche hat, die andere hat die grünen. Sowas halt, ne? PG Felix, guten Abend. Ne, guten Tag. Schön, dass du da bist. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier Fermenter 20M, 26M und 30M. Also die BGA ist nicht allzu riesig. Deswegen bin ich, glaube ich, der Meinung, reicht diese kleine. So, wir müssen da dran. Vorne, das ist nämlich die Ausgabestelle für die Gärreste. Okay, das heißt, wir müssten da von vorne ran einmal V drücken, dass wir überall platzieren können. Dann müssen wir ja tatsächlich von vorne ran. Das wäre ja ganz gut, wenn wir den... Warte mal, da ist ein kleiner Pöller. Ich muss ja gucken, wie ich die platziere, so dass wir da dran kommen. Ich würde die jetzt so ein bisschen hier in die Ecke reinstellen. So, Moment, stellen wir die so. Dario, das ist die Oldstream Farm. Schön, dass du da bist. Leon, moinsen. Hallo Alexander. Tolle Show von euch. Wie ich mich hier gerade aufrege, tut mir echt leid. Alexander, ich weiß nicht, ob wie ironiegeladen. Das ist, geht besser, wie ironiegeladen deine Aussage ist, aber schön, dass du da bist, dankeschön. So, Hauptgebäude BGA ist platziert. Jetzt, Leute, kommt der Vielfraß. Ja, ihr seht selbst, den könnt ihr jetzt hier so quasi platzieren. Es gibt 4 verschiedene Arten. Ganz kleiner, dann gibt es die Nummer größer, dann gibt es halt schon so eine XL-Variante und sogar eine XXL-Variante. Den finde ich aber für die BGA ein bisschen groß. Ich würde den hier nehmen. Der passt nämlich auch perfekt hier hin. Dann sieht das sogar so aus, als wäre dieser Triggerpunkt, der hier vorne ist, noch mit Absicht. Also es wäre ganz nett, Leute, wenigstens einen Namen hinzuschreiben, damit ich weiß, wer ihr seid. Das
würde ich euch echt zugute nehmen. So, den würde ich jetzt hier hinstellen. So. Kann man den nämlich von hier befüllen. So. So, jetzt haben wir schon mal die Befüllung. Hallo Noel, grüß dich. Leon, moinsen, schön, dass du da bist. So, jetzt. Einen Moment. Wir haben hier. Wir haben den Befüller. Wir platzieren eine Gasflamme. Falls wir überschüssiges produziertes Methan haben, wird das über diese Flamme verbrannt. Soll man wohl vermeiden, also habe ich gelernt, ne? Soll man ja vermeiden, hattet ihr mir ja schon alle erklärt. Man soll das nach Möglichkeit vermeiden. Aber ja, wenn es nicht anders geht, dann geht es manchmal nicht anders. Aber ihr hattet mir ja geschrieben, am besten vermeiden, dass überschüssiges Methan verbrannt wird, weil du dadurch halt quasi Geld aus dem Fenster schmeißt. Hatte ich richtig verstanden, Team, ne? Chat, das war richtig so, ne? Überschüssiges Methan sollte nicht verbrannt werden. So, ich stelle ihn aber mal dahin. Und damit das halt verhindert wird, wird hier von 2G der Argeniator, der Avus 500er oder 800er B platziert. Die sind schweineteuer, ja. Aber die sind dafür da, dass sie halt aus Methan Elektrizität erzeugt, also Strom. Ja, also aus dem Fermenter wird erzeugter Strom und Wärme. Anstatt dass es aus dem Methan, dass es einfach unnötig verbrannt wird. Ich bin der Aquarienmann. Ah, wir hatten über Aquarien hier mal Instagram geschrieben, ne? Pumpe oder Feldrand? Also ich würde tatsächlich Pumpe nehmen und dann Zuführcontainer. Der Postbote, moin, ja, bei 50k knack. Korrekt, das siehst du so wie ich. Vielen, vielen Dank. Richtig, ja. Mario, jo, meiner Meinung nach lohnt sich das Pumps and Hoses DLC. Ich finde es ist ein mega geiles DLC. So, was meint ihr? Leute, ich habe die ganz kleine. Ich denke mal, die ist wieder zu klein, oder? Da denke ich mal, werde ich einiges verbrennen. Ich würde jetzt die Avus 500 Plus nehmen. Ich denke mal, die dürfte reichen, ne? Um alles Überschüssige aufzufangen. Ja, ne? Niki, hallo, grüß dich. Heftig, ich kann mich noch genau an die 10k erinnern. Und du bist immer noch hier, Postbote, ne? Das passt. Du bist immer noch hier. Vielen, vielen Dank. So, das haben wir. Das haben wir. Also, Methan wird jetzt nicht verbrannt. Falls doch, haben wir hier die Gasfackel. So, hier hätten wir jetzt die Möglichkeit. Wir können ja hingehen. Wir müssen ja nicht unbedingt hier mit diesem Fermenter arbeiten. Sondern wir können ja auch hier direkt, direkt einlagern. Also hier direkt einlagern, sag ich schon. Direkt mit dem Anhänger reinkippen. Aber ich bin der Meinung, da wir hier eine BGA haben, brauchen wir den erstmal nicht. Ich würde den erstmal weglassen. Kann man ja eventuell noch später dazu kaufen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine wunderschöne Halle, die, aus den Gärresten mehr macht. Das finde ich ganz gut. Cedric, Ortsmühlfarm, Maurice, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Also hier haben wir ja die stationären Separatoren. Oder stationäre Separator. Das ist ja der ganz kleine, der kleine Tower. Dann haben wir den in der kleinen Lego-Box. Und wir haben hier den großen mit der Halle. Und den finde ich persönlich ganz cool. Weil damit können wir auf jeden Fall gut was machen. Wir werden hieraus nämlich natürlich die Gärreste separieren. Ein paar Gärreste werden wir aus dem Feld haben. Wir können aber hier mehr aus Gärresten machen. Und zwar wird die von festen und weichen Bestandteilen getrennt. Und die festen Bestandteile können wir als Stroheinstreu für bei den Tieren nutzen. Und dadurch, dass wir natürlich unter anderem Kühe und Schweine haben, das Beste, was gibt. Leute, sag ich euch, wie es ist. Das ist einfach, also ich bin der Meinung, das ist mega, mega wichtig in diesem DLC, dass man das tatsächlich mitnutzt. So, jetzt gucke ich mal, ich kann die ja eigentlich hier, ja, so hier. Ja, das ist okay. So. Das passt. Jetzt muss ich kurz gucken, ob wir alles haben. Weil manchmal vergesse ich auch ein bisschen was. Aber das dürfte eigentlich zumindest mal hier der Anfang gewesen sein. Hier ist auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt müssen wir kurz mal gucken. Das DLC ist geil. Ja, Nicole, stehe ich voll hinter dir. So, und jetzt brauchen wir hier noch. So, jetzt brauchen wir hier noch. Hier haben wir jetzt die verschiedensten Möglichkeiten eines Güllebehälters. So, soweit ich weiß, müssen wir den ja auch noch platzieren, ne? Weil da kommen ja,
die Gärreste rein. Also Güllebehälter, ne, die sagen, wird Gülle gelagert. Sie können auch zur Lagerung von Gärresten beim Bau einer Biogasanlage von Pumps and Hoses DLC genutzt werden. So, den brauchen wir jetzt auch noch. Was haben wir denn hier? 606. Und hier gibt es schon 1,7 Millionen, 3,6 Millionen. Der ist ein bisschen groß. Den hier, ja, den würden wir tatsächlich hier noch hinbekommen. Ja, immer noch. Ich bin nie weg gewesen. Ich finde grundsätzlich einen Content besser als das von den ganzen Großen, weil du viel mehr auf die Community eingehst, ohne zu schleimen, versteht sich. Vielen, vielen, vielen Dank, Postbote. Ist mir eine Ehre, dass es dir so sehr gefällt. Vielen Dank dafür. Cedric, Open-End-Livestream. Ich habe sturmfreie Bude. Meine Frau kommt irgendwann später nach Hause. Wann, weiß ich nicht. Okay, der ist schon recht groß, aber es würde noch gehen. Das würde noch gehen. Ich könnte auch den kleinsten nehmen. Das sind aber in Anführungszeichen nur 600.000 Liter. Das geht, glaube ich, relativ schnell, dass der voll ist, ne? Ah, du heißt nicht mehr Miro. Ah, Moritz. Ja, nice. Cool. Schön, dass du da bist. Noch ein Moritz. Ich muss halt ein bisschen mit der Halle da gucken. Aber das geht. Ja, gut. Da mit der Halle und da mit dem Baum. Aber wenn ich jetzt mal von hier oben gucke, wartet. So, ganz dicht an den Baum ran. Ist ungefähr so. Geht das da noch mit der Halle? Ja, das geht da. Ja, so geht das. Jonas, moin, grüße dich. Schön, dass du da bist. Sehr gut. 120.000 Euro kostet dieses Gerät. Der Gerät kostet 120.000. So. Jetzt dürften wir aber alles haben. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Okay. So. Machen wir hier noch ein bisschen Landschaftsbau. Und dann geht es eigentlich schon da hinüber, dass wir natürlich auch dafür sorgen müssen, dass wir natürlich auch hier unsere Station befüllt bekommen. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, hier ein bisschen Grün dran. So. Das müssen wir hier noch ein bisschen schön machen. So, hier ist schon so ein bisschen verwelktes Gras. Ist immer ganz schwierig, so an Gebäuden wächst selten was, ne? So. Das war's nicht. Einen Moment, was haben wir da für einen Belag? Ist das der? Ja, das ist der Belag. So. So, machen wir hier vor dem Eingang einen kleinen Plattenbelag hin. Das war lustig, wie schnell. So, zack, Platten gebaut. Das ist quasi so ein bisschen als Abgrenzung. Hier ist unsere Halle. So. Hier wieder ein paar Büsche hin, damit das hier nicht so kahl aussieht. Ja, das kostet halt auch alles ein bisschen Geld, ne? Muss man immer bedenken. Wir haben auch noch Joel, moin. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Jonas, schön, dass auch du da bist. Kannst du meine Freundin grüßen? Sie guckt dich schon sehr lange und feiert dich und mich grüßen. Moritz und die Freundin von Moritz. Grüß euch. Schön, dass ihr zwei da seid. Herzlich willkommen zum Livestream. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. So. Ja, Leute, eine BGA muss auch schön aussehen. Dann kaufe ich auch mal schnell Bäume für 200 Euro. Hab ich gar keinen Vertrag mit. Ich finde aber einfach, es muss ja nach was aussehen. Und soll nicht einfach so wie gehutzt da, ne, so wie dahin geklatscht aussehen. Jason, mein Kanalmitglied, moinsen. Wir sind übrigens kurz vor 100 Kanalmitgliedern, Freunde. 6 Stück noch. Dann haben wir die 100 Kanalmitglieder. Ich würde mich natürlich mega drüber freuen. Freunde der Nacht, Freunde des Tages. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließen wollt, checkt gerne mal die Möglichkeiten aus. Unsere BGA muss schöner werden. Unsere BGA muss schöner werden. Wer braucht Schilder? Baum davor setzen. Ich brauche doch keine Schilder hier. Kann man einen kleineren Bäumchen nehmen? Ja, so auf jeden Fall. Ja. Wenn ich gar kein. Ja, oder so. Wenn ich gar keinen Bock auf die Schilder habe. Dann packe ich da. So. 22 Kubikzubringer sollte. Ach, 2 Zubringer. Nur ich denke mal, 2 passt, Moritz. Komm, nur ein kleines Bäumchen. Guck mal, ich drehe den sogar noch.
So. Schild seht ihr noch, ne? Ich habe euch jetzt nicht das Schild zugebaut hier, ne? Das Land gehört nicht dir. Das Lotte gehörte nicht dir. Wie, das Land gehört nicht mir? Okay. Ach, da darf ich wieder hinsetzen. Ja, nee, ist klar. Das ist aber nicht nett. Dass ich hier hinsetzen darf und da sagt er, das Land gehört nicht dir. So. Okay. Das. So, Dekoration. Lämpchen. Ein paar Lämpchen, Leute, weil... Ah, nee. Oh, cool. Lampen hat die BGA ja schon. Stimmt. Hallo Schelle, danke schön für dein Abo. Danke, danke, herzlich willkommen. So, jetzt gibt es hier noch ein paar Betonblöcke, die tatsächlich, ja Leute, ihr wollt es nicht hören, aber die haben tatsächlich eine Kollision. Also da ist nichts mit, ich fahre da jetzt mal durch, da passiert hier eh nichts. Nee Leute, diese Dinger haben tatsächlich eine Kollision. Ist wirklich so. Der Mann hat Dekoration einfach studiert. Ja, wer weiß. Ich bin Architekt. Habt ihr mich verstanden? Ich bin Architekt. So, hier setzen wir auch noch welche hin. Damit hier keiner auf die Idee kommt. Ich fahre jetzt mal hier durch. Weil, Leute, das Ding muss geschützt sein. Wenn da einer reinknallt, das macht Puff und dann sind sie alle tot. Ja, da darf keiner reinfahren. Ich liebe es, Leute. Ich liebe dieses Baumenü. Ich bin wirklich ein großer Fan vom Bauen. Das ist einfach so, Leute. Ich mache sowas extrem gerne. So eigene Sachen bauen, BGAs bauen und so. Ich mache das wirklich sehr, 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 sehr gerne. Es macht einfach viel Spaß. So ein bisschen was zu dekorieren, zu machen und zu tun. Also wirklich. So, haben wir das. Oh, der hier muss besonders geschützt werden, ja. Der muss... Architekt, ja, ich bin Architekt. Architekt. Ja, ist so. Architekt. So. Zack. Ja, das Ding muss geschützt werden, Leute. So, ich finde das schon mal ganz gut. Das Baumenü funktioniert besser als der Mod-Hub. Ja, das auf jeden Fall. Piggy David, moin. SG, schön, dass du da bist. SG, das hier ist die Allstream Farm. Wir haben jetzt unsere eigene BGA hier gebaut. Also die BGAs und Pumps and Hoses DLC. Guck mal, ich bin auch wieder hier vorschriftsmäßig unterwegs. Ich habe die Sicherheitsjacke an. Das da bin ich. Also auch die ist wieder an. Vorschriftsmäßig hier. So. Dann können wir doch jetzt eigentlich hingehen. Grassilage einfahren. Die anderen nutzen nur ein bisschen die Gülleverschlauchung. Dass wir natürlich auch die Gülle, die wir momentan haben, ausbringen. Und dann können wir zusehen, dass wir die hier in den Griff bekommen. So, ich gehe jetzt mal kurz in den Shop rein. Ich kaufe uns nämlich schon mal ein... Gibt es nicht mittlerweile Mod-Hub-Radlader? Ein bisschen andere? Oder sollten wir so einnehmen? Fehlt nur noch ein Cut-Raupenbagger und Patrick macht LS zum Bausim. Ja, auf jeden Fall. Würde gemünscht werden, aber mein LS hat geschrottet. Hab mein LS geschrottet, das ist gar nicht gut. David, was passiert? Hallo Maurice, moin. Schön, dass du da bist. Ich glaube, wir haben doch im Money Postbote! Architekten! Mein Beitrag für den Architekten. Dankeschön für den Architekten. Ich nehme den 1511. Der 1511 ist perfekt gemacht, Leute. Pack mal schön die Breitreifen drauf. Den nehmen wir. So, Typ 4 war das, ne? Nee. Typ 5. YT, PG und wir haben 95. Leute, vielen, vielen Dank an all die, die ein Abo raushauen. Ne, hier müssen wir tatsächlich, glaube ich, schwarze Kennzeichen machen. So, jetzt wird der noch gekauft. Zack, sehr gut. So, jetzt gucken wir hier, Kombination. Und dann gibt es ja hier zum Beispiel diese Hochkippschaufel und die Hochkippschaufel. Das sind aber 3,5 und 4.000. Die Mäuschen. Aber mein Hund ist übrigens auch da. Grüße an den Hund. Liebherr Radlader ist ein Mod-Hub. Liebherr Radlader. Es gibt Liebherr... Okay. Auch geil. Aber dann müsste ich ja jetzt wieder raus aus dem Spiel, ne? Dann müsste ich ja wieder selber raus aus dem Spiel. Und dann das wieder mit reinnehmen. Heieiei. So, die Silage gab es natürlich geil. 8000 Liter im Vergleich zur Hochkippschaufel 4000 Liter. Da wäre es eigentlich, denke ich mal, sinniger, wenn wir hier die Silagegabel nehmen, weil die auch, wie gesagt, das Doppelte an Volumen hat. Sie ist halt hauptsächlich für Silage
unter anderem geeignet. Wir haben hier Gras, Stroh für Gülle, für Silage, Hund ist gerade so eben weggegangen, für Gehäckseltes und für Stroh. Dann nehmen wir noch die, oder? Würde ich mit der, kann ich mit der nämlich, könnte ich schon mit der das Ganze dann ausbringen. Moritz, wenn keine mehr da ist, müssen wir natürlich erstmal dafür sorgen, dass die Kühe und unsere Schweinis wieder was produzieren, was Gülle angeht. So, fahren wir das Ganze schon mal rüber. Wenn die Map jetzt größer wäre, hätte ich gesagt, so, wir müssen uns jetzt einen Tieflader mieten und einen LKW. Aber das wäre hier ein bisschen verrückt, ne? Hab alle Ordner gelöscht, ein Papier war voll und jetzt geht nichts mehr. Warum löschst du denn auch alle... Warum löscht man alle Ordner vom LS? Somit hast du ja quasi wirklich das Spiel gelöscht, ne? So, du hast ja... Ja, durch das Löschen der Ordner löschst du ja auch quasi das Spiel. Entschuldigung, Zockerbro Moritz. Ja, ich... Entschuldigung. Ich verstehe euren Discord gerade irgendwie nicht. Was ist was dort? Was meinst du mit, du verstehst unseren Discord nicht? Schönen guten Tag, Petterdad. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Rechts und unten links, ne? Casefahrer Army, moin, das ist die Oldstream Farm. Schön, dass du da bist. Willkommen zum Pumps and Houses Livestream. Also ihr dürft alle mitspielen, ne? Heute ist, wie gesagt, Multiplayer-Livestream. Ist kein Preview mehr vom Pumps and Houses DLC. Wir haben uns jetzt die eigene BGA gebaut. Und da bin ich jetzt gerade dran. Servus, Best of Fan, herzlich willkommen. Der LS22 macht viel Spaß. Ben, auf jeden Fall, stehe ich voll dahinter. Klar, das mit dem Mod-Hub, das hat mich jetzt heute früh oder heute zum Stream anfangen. Ja, natürlich Case Farmer. Case Farmer Army. Julian, also Julian PS4 kann auch mitspielen, ja. Schaufel einklappen. Entschuldigung, mache ich. Sorry. Noel, schrei mich nicht gleich an, tut mir leid. Hast aber recht. Merlin, grüße dich. Schön, dass du da bist. So. Ich fahre jetzt rüber zu meiner BGA. 179 Däumels, Freunde, das geht besser, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Vielen Dank an all die, die da sind. Na, bin jetzt gerade erst neu im Discord und weiß nicht, was dort, was gut ist dort, was man wo reinkommt und so weiter. Ja, Leon, lest dir die Regeln durch, das kommt dann von alleine. Renox, moin. Altersbrille, nein, Julian, bei mir darf jeder mitspielen, solange man sich benimmt. Marco, grüße dich. Ich wollte ihn löschen und neu installieren. Ach so, aber warum gelöscht? So, Werner hat, glaube ich, schon die erste Silage, beziehungsweise das erste Gehäckselte reingefahren, ne? Würdiger Mitmann, habt noch eine 20er PSN, finde die nicht mehr und kann das DLC nicht kaufen. Oh, das ist ärgerlich, Niki. PSN-Karte ist da, aber wohl verbummelt. Ei, das ist ärgerlich, ne? David, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. So. Ich war doof im Hören. Ach nein, das ist man deswegen ja noch lange nicht. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, ja. Eigens gebaute BGA. Fermenter ist mit dabei. Die Separierung ist mit dabei. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. So, ich fahre den mal kurz da rein. So, Moment. Ja. Moin Miriam, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. So, den brauchen wir ja erstmal nicht. Wir müssen ja jetzt erstmal die BGA überhaupt ans Laufen kriegen. So, das sieht schon mal gut aus. Was ich jetzt gerade gesehen habe, da hinten, da. Da muss ich noch mal kurz in den Baumodus reingehen, denn da spackt ein Büschlein raus. So, sehr gut, weg ist es. So, jetzt muss ich noch mal hier hinten dran. Warte, einmal auf rund und ein bisschen kleiner. Du bist brutal. Was geht ab, Renox? Vielen Dank. Du bist brutal, Renox. Hallo Patrick, da bin ich wieder. Hallo Renox, dankeschön für deinen Support. Vielen Dank für deinen Zehner. Sehr geil von dir. Danke, 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 danke. So. Jawoll, jawoll. Das erste ist drin. Sehr gut, sehr, sehr gut. Das läuft schon mal. Das waren 23.000. Perfekt. Florian, moin, grüße dich. Sandra und Seppel, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. So, da kommt schon der Nächste. Hallo, Phil. So, haben wir das? Brauchen wir eigentlich noch was? Brauchen wir eigentlich noch irgendwas?
hätte mal gesagt, BGA füttern für Gärreste. Ja, Gärreste und dann machen wir noch die Separierung, damit wir für den Strohhalmstroll quasi den Ersatz haben, ne? Bei mir will er die Mods nicht aktualisieren. Janik hat bei uns heute auch nicht funktioniert. Hat bei uns auch nicht wirklich funktioniert. Was ist eigentlich mit MySexyXL? Müssen nochmal den Server auf den Kopf schmeißen. Renox, ja, war ja sogar vor kurzem. Also es ist jetzt nicht so, dass es nicht schon länger wieder einen XXL gab. Wir hatten ja erst wieder das XXL MySexeln. War schon geil, auf jeden Fall. Warum eigentlich sowas hier? Nee, ne? Förderbandsysteme. Nö, für die BGA wüsste ich jetzt nicht warum. Herr Miriam, das ist die Ortsstream-Farm. Schön, dass du da bist. Felabi, dankeschön für die Mitgliedschaft. Herzlich willkommen bei den Giottos. Als Landwirt bist du mit dabei. Vielen, vielen Dank. Denk dran, deinen Bonus einzulösen auf jeden Fall. So, dann müssen wir XXXL machen. Das gibt Chaos pur, da kannst du mal glauben. So, das ist schon mal gut, das ist gut. So, Leute, eigens gebaute BGA mit dem Pumps and Hoses Pack ist hier auf jeden Fall jetzt schon mal gesetzt. Das ist schon mal sehr gut. So, hier haben wir auch schon die ersten Optionen, ne? Pumpe, Güllefass, um das Ganze auszubringen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal gut. Ja, ja. Das passt. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wenn ihr mitspielen wollt, wir haben auch noch Platz auf dem Server, ne? Wir haben halt hier schöne große Wiesen, ne? Also Wiese 42 gehört ja uns, Wiese 43 gehört uns, Wiese 20 gehört uns und Wiese 27 gehört uns. Wie lange machst du heute? Jason, das weiß ich noch nicht. Wo ist überhaupt mein Handy? Ah, da. Ich muss halt auf mein Handy achten, so. Nö, da ist nur einmal PayPal-Benachrichtigung durch die Donation. Hallo Schröder, grüß dich. Mir geht's gut, wie geht's dir? Hatte heute Herbstwanderung im Dorf, bin aber nicht mitgegangen und jetzt gucke ich dann Livestream, perfekt. Bring mal den Case zur BGA. Den Case zur BGA, stimmt, den brauchen wir natürlich da, ne? Hallo Justin, moin, grüße dich, schön, dass du da bist. Hi Lukas. So, Case IH 7250 Pro. Vorne Pumpe, hinten Güllefass. Beziehungsweise auch natürlich für die Gärreste geeignet. Weil mit den Gärresten habt ihr ja wie die Güllefunktion. Ne? Gärrest ist auch gleichzeitig Dünger für eure Felder. Somit könnt ihr auf den teuren Mineraldünger und Flüssigdünger verzichten. Janik, an welchem denn? Kali, dankeschön fürs Abo. Tim, moin. Kali, danke schön. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Bei uns war heute Erntedankfest. Miriam, sehr cool. Erntedankfest. Cool. Geile Sache. Die Kackpumpen können nur 300 Meter. Was ein Müll. Hat der die kleine Pumpe geholt? Einen Moment. Hast du die kleine Pumpe geholt? Die brauchen wir natürlich nicht. Einen Moment. Du hast 300 Meter. Jawohl, Olsen Farm reicht doch, oder? Was haben wir denn als nächste? Einen Moment. So, die kann 300 Meter. Du hättest die hier holen sollen. Ich weiß, die kostet das Dreifache fast. Bisschen mehr sogar. Die kann aber halt 1000 Meter und hat noch die Wasserzugabe. Und noch einen Zusatzschlauch. Ich würde sagen, wir tauschen die gegen die hier aus. Weil die haben auch noch den Zusatzschlauch. Das machen wir jetzt, ist gar kein Problem. Ich bringe die jetzt zurück, dann können wir wenigstens 20% mehr erstattet. Dann gehen wir wegen den PS. Ah, die PS. Sollte doch Renox! Renox! Let's go, Leute! Alles für Renox und ich krieg Gänsehaut hier, ey. Let's go! Renox! Wahnsinn! Vielen, vielen Dank
für deinen Support, Leute. Haut mal ein Herzenspam raus. Und Elvis Köln, Dankeschön für dein Abo. Schön, dass du da bist. Dankeschön, Renox. Wahnsinns-Support hier. Vielen, vielen Dank dafür. Geil, geil, geil. Geht's den Pichocken getonkt? Klar. Im Karton. Moin Moin Nickbar, das ist ein Case Pro, den wir hier gerade fahren. Wir haben jetzt hinten, wie gesagt, ein Güllefass dran. Das fahre ich kurz mal zu BGA. Die Pumpen werden verkauft. Dafür holen wir uns zwei größere Pumpen. Haben wir leider ein bisschen Geld in den Sand gesetzt. Man muss halt ein bisschen auf die PS achten. Das ist immer das Problem. Man muss ein bisschen auf die PS achten. Vielen, vielen Dank. Leute, haut mal einen Herzenspam für Renox raus. Ist nicht selbstverständlich. Jeglicher Kanal-Support ist hier keine Selbstverständlichkeit. Also dafür vielen, vielen, vielen Dank. Wisst ihr, wir richten uns hier quasi so ein bisschen den Hof jetzt ein. Was alles so ein bisschen zum DLC gehört und zu der Verarbeitung mit dem Pumps and Hoses Pack. So, einen Moment. Den versuche ich da mal rüber zu setzen. Ja, das ist jetzt wieder, ne, Drehschemel rückwärts rangieren. Aber die gehen eigentlich noch. Die lassen sich ganz gut. Die lassen sich eigentlich ganz gut. Ganz gut bewegen und rangieren. Spielst du mit Lenkrad? Ja. Ich spiele mit dem G29. Bei mir funktionieren die Pumpen nicht. Adi, hast du sie auch angekoppelt? Ich gehe mal kurz in die Außenansicht. Hast du sie auch angekoppelt? Ich wollte die Pumpen jetzt quasi da beide nebeneinander stellen. Und ich bin ja so einer, Leute, muss ja alles 100% gerade stehen, ne? So, einen Moment. Ich muss sie auch richtig auswählen. So. Kann man die zweite noch daneben stellen, dann hole ich auf jeden Fall mal die größeren Pumpen, dass wir da weiterkommen. Vielleicht kann man ja auch, Zuckerbro, vielleicht kann man das ja auch so machen, dass wir einfach ein paar mehr Schläuche holen und die quasi irgendwo neben die Halle stellen. Dass man die quasi immer abwickeln muss. So, von wegen realistisch, ne, die müssen ja auch gereinigt werden und sowas. Dass wir die daneben stellen dann. Und dass man sich die dann halt so ein bisschen sortiert von den Größen her. Weißt du, 300 Meter Schläuche, 400 Meter Schläuche und so weiter und so fort. So. Ich muss mal gerade in der Außenansicht rangieren, sonst kriege ich das hier nicht gebacken. Aber sind wir auf jeden Fall auf der Ortsfarm schon ganz gut aufgestellt, muss ich sagen. Ne, der ist ausgeschlagen. Also ausgeschlagen heißt, dass ich ihn verzogen habe. Und ich den nicht mehr zurückgedrückt kriege. Ja, ich hätte vorne ankuppeln können, ne? Wenn man vorne einen Drehschimmel ankoppelt, habt das auf jeden Fall wesentlich einfacher, was das Rangieren angeht. So, Zockerbro macht schon Inspektion der Schläuche. Sind ja neu gekauft, nicht, dass der Verkäufer uns defekte Schläuche verkauft, ne? Nils, moin, grüße dich, schön, dass du da bist. So, und dann fahre ich noch die größere Pumpe holen. Wisst ihr, dann gucken wir einfach mal, wo wir zum Beispiel die Schläuche dann hinstellen werden. Dass wir uns die quasi, wisst ihr, so nach Bedürfnis mitnimmt. Wenn man nicht einfach sagt, so ja, wir lassen die alle aufgewickelt, sondern wir wickeln die tatsächlich ab. Und nimm die nach Gebrauch dann mit. So, hallo PG Bastian, herzlich willkommen. Ich müsste hier mal vorbei. Jan, moinsen, grüß dich. Hallo Nils, schön, dass du da bist. Hab alles angekoppelt, aber die kann die Pumpe nicht aktivieren. Ah, die mit B, ne? Pumpe aktivierst du mit B. Er lässt mich hier nicht rausfahren, ne? Ja, dann muss ich halt über den Schlauch drüber weg. Du kannst auch die Güllefässer für den LKW kaufen. Ja, man muss aber mal noch dran denken, ist Allstream Farm, ne? Ist das Crossplay? Ja, klar, Creasy. Jeder kann mitspielen. Selbstverständlich. So, ich hole noch kurz die größere Pumpe.
Welche Schlauchvarianten hast du jetzt geholt, Zocker Bro? Also welche Längen und welche Farbe? Dass wir bei zwei Farben bleiben. Wir wollen ja nicht drei Farben. Dass ich jetzt die richtige Farbe hole. Maximilian, moin. Miriam, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Kommt drauf an. Grundsätzlich auch, wann meine Frau nach Hause kommt. Oder der René mich dazu bringt, dass ich hier offline gehe, wenn der so weitermacht. Ich weiß schon, was ich jetzt jedes Mal auf der Map mache. Endlich mal arbeiten, ne? Ah, der René hat schon zwei. Okay, auch gut. Ja, geht aber nicht. Okay, also Adi, ist dein Traktor auch von dem PS her dafür ausgelastet? Da musst du auch drauf achten. Ne, du brauchst auch die benötigten PS. Und du hast auch alles angekoppelt, ne? Hallo Ben, moin. So, wir haben jetzt zweimal 500 Meter, einmal 300 Meter und einmal 100 Meter. Okay. Was geht ab? Thomas, der Nächste! Let's go, Freunde! Dankeschön! Willst du auch Teil 2? Thomas, komm, sag es. Willst du Teil 2? Werfe auch mal was in den Pott, damit die Jukebox läuft. Vielen, vielen Dank, Thomas! Danke, 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 danke. Maximilian, das ist die Oldstream Farm. Komm, Thomas, willst du auch Teil 2? Moin, Daniel, grüße dich. Der Finger hängt schon drauf. Der Finger hängt schon drauf. Vielen, vielen Dank. Ja, Schröder, dann hau das Update raus. Hallo, Daniel, grüße dich. Schön, dass du da bist. Moinsen. Danke, danke, danke. So. Ich bin am Shop. Jetzt habe ich aber gerade gehört, zwei Pumpen sind wohl schon unterwegs. Aber das kann ich mir jetzt auch angucken. Da steht die andere. Ja, genau. Die zwei können wir jetzt zurückgeben. So. Muss auf. Tschüss. Ciao, Leon. Mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass du da warst. So, Pumpe 1 weg. Und Pumpe 2 steht hier. Kommt dann auch noch weg. So. Und dann nehme ich da noch den Kompressor mit. Und die kleine Wasserpumpe, die ist ja dafür da, um die Gülle oder auch die Gärreste zu verflüssigen, damit es einfach angenehmer ist, auszubringen, ne? Haben wir hier einmal den Kompressor und einmal die Wasserpumpe. Ja, die nehmen wir jetzt auch noch mit zur BGA. Die einen oder anderen sind ja hoffentlich Grasamen und so, ne? Wir sind ja auch am Produzieren, so ist es jetzt nicht. So, Nummer 1. Und die jetzt noch dabei. Einen Moment, da muss ich jetzt aber... Ne, war so rum, ne? Ne, ich glaube, war andersrum. Kann das sein? Ne, war so rum. So. Jo, Christopher, moin. Herzlich willkommen. Ich bin zwar nicht dein Alter, aber ich bin da, ja. Jo, klar, Miriam, kein Stress. Dankeschön, Leute. 497. Also es ist krass, wie viele Abos reinkommen. Aber der eine oder andere hat ihn tatsächlich auf privat stehen. Also wenn ihr angezeigt werden wollt, müsst ihr immer euren Kanal auf öffentlich stellen. Das bedeutet, ihr teilt eure Abos öffentlich mit anderen Leuten, die dann sehen können, wen ihr so alles abonniert habt. Erst dann kann das Ganze im Livestream angezeigt werden. Daniel, für mich bisher mit eins der besten DLCs. Es macht mega viel Spaß. Es bringt den LS ja eine ganze Nummer höher. Also was heißt höher? Weitläufiger. Du hast halt viel mehr zu tun. Nini, moin. Und ich finde die 17,99, ich habe sie jetzt nicht bezahlt, da bin ich offen und ehrlich zu euch. Ja, ich habe es von Giant Software bzw. Creative Mesh geschenkt bekommen. Ich bin ja im Giant Software Programm, auch so mit Preview-Partner. Habe ja bisher alle DLCs als Preview bekommen, sie euch zu zeigen. Und natürlich habe ich auch das DLC geschenkt bekommen, ja. Aber ich finde 17,99 für über 30 Maschinen und Gebäude, top. Du kannst die eigene BGA bauen. Die BGA ist viel weitläufiger jetzt. Das ist ja der Unterschied. Die BGA durch den Bau ist jetzt viel weitläufiger geworden. Und deswegen war jetzt auch das erste hier auf der Oldstream Farm, dass wir gesagt haben, so, wir bauen uns jetzt eine BGA. Also eine eigene BGA mit dem Pumps and Hoses Pack. Und dadurch haben wir jetzt ganz andere Möglichkeiten, hier überhaupt auch Geld zu erwirtschaften. Durch die Gärreste, durch den Separator, der aus der Gülle oder aus den Gärresten wirklich mal das macht, was es eigentlich ist. Ich finde es einfach viel, 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 viel geiler. So, hier werden nochmal die Schläuche gecheckt. Ich hoffe, die passen soweit. Aber Zockerbau ist ja unser Inspector Gadget hier. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich mache mal besser Rundumleuchten an hier. Damit die Leute uns auch hier sehen. Am besten noch Warnblinker dabei. Damit es hier nicht plötzlich einen Unfall gibt. Wir haben hier gerade mal die Schläuche gecheckt. Alles gut, Christopher. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
Ja, haben jetzt mal hier ausgerollt. Jetzt wurde einfach mal drüber gecheckt, ob alles okay ist. Sollte aber soweit passen. Das ist auf jeden Fall gut. Ich sehe zu, dass wir gleich das gehäckselte oder das gemähte Gras verdichtet bekommen, um das Ganze dann abzudecken, damit es dann natürlich auch zur Silage gären kann. Und dann werde ich mich um die BGA kümmern. Das bedeutet jetzt eigentlich fleißig Wiesenmähen, Gras einfahren. Ich werde das Ganze dann, Dankeschön für 200 Daumen, das Ganze dann verdichten, abdecken, Zeit vorspulen, bis es gegärt ist und dann wird die BGA gefüllt. Und dann kommen die Gärreste und die Separierung. Also, es läuft. Dann wird auch noch Methan und Elektrizität erwirtschaftet und dadurch haben wir ein erhöhtes Einkommen. Thomas, vielen, vielen Dank nochmal für dein Fuffi. Dankeschön dafür. So. Hallo Fresh Out the Box, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. So. Genau, wie ihr seht, ne, wir haben jetzt hier zwei Pumpen. Direkt mit Schläuchen schon drauf vorbereitet. Die zwei Güllefässer. Und jetzt haben wir hier natürlich auch noch die Möglichkeit, dass wir einen Kompressor und eine Wasserpumpe dabei haben. Philipp, moin, grüße dich. So, den Kompressor, den stelle ich jetzt mal hier hin. Das finde ich gar nicht so schlecht, die Position. So. Christopher, gebe ich nicht bekannt. Du machst gute Leistung. Fresh out the box. Dankeschön. Wenn ich Fresh out the box höre, dann, ich denke da irgendwie immer an Essen. So frisches Essen aus der Box. Guck mal, wir können sogar Schafswolle verkaufen fahren. Da machen wir natürlich auch nochmal gut Geld. Boah, die ist aber echt süß, diese Pumpe, ne? Best of Fan, einen wunderschönen. Dankeschön für dein Abo. Herzlich willkommen. So, Moment, den Kompressor muss ich noch ein bisschen näher ransetzen. Der steht dann doch noch ein bisschen weit weg. Soll mal ein bisschen drauf achten. Haben wir hier auf jeden Fall einen schönen Fuhrpark aufgebaut. So. Wunderbar. So. Das ist auf jeden Fall auch vorbereitet. Jetzt wollte ich hier nochmal kurz gucken. Hier ist anscheinend schon, ja, hier ist schon einer gegengefahren. Ja, das passiert leider mal. Ja, wenn man da nicht ordentlich aufpasst, dann knallt es halt. Das ist leider so. Dann gibt es mal kurz einen kleinen Aufprall. Und dann stehen die Dinger schon wieder auf 7:30. Und man muss sie nochmal ordentlich hinsetzen. Sehe ich aber eigentlich immer so, ist kein Problem. So. Ist das Pack wohl das Geld wert? Der Postbote meiner Meinung nach ja. 17,99 für über 30 Maschinen und Gebäude. Und ich bin ganz klar der Meinung, ja. Also mir gefällt's. Daumen ist raus. Leon, Dankeschön. Lass ein Spam sein. Ansonsten gibt's mal wieder einen kleinen 300-Sekunden-Päuschen. Haben wir ja mit dir schon öfters gehabt. So. Okay, das sieht schon gut aus. Carina ist auf dem Server. Carina, wohnst du auf einem Bauernhof? Nee, ich habe mit der Landwirtschaft real tatsächlich keinerlei Berührungspunkte. Für mich ist es einfach LS ein Spiel, das macht mir mega viel Spaß und entspannt vom Alltag. Piggy, Klaus und Jodir, moin. Jut, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Übrigens, Phil Army, 95. Sub, ne? Vielen, vielen Dank dafür. 95. Kann einer mal in DLC in den technischen Support kommen? Also im Discord in den T-Support kommen. Ja, am Moderator hat schon Zeit. Nicole, grüß dich. Wie geht auf der PS4 der Warnblinker an? Nicole, das geht leider nur mit der Seitenkonsole. Am Controller selber kannst du das leider nicht machen. Entschuldigung. Hast du einen Klaas im LS22? Klar. Klaas ist bei mir immer mit dabei. So. Ich fahre mal kurz rüber zum Hof. Ich weiß gar nicht, wo sind die denn jetzt am Mähen? 42, 43 dürfte eigentlich am Durchballern sein, ne? Fresh out the box, dankeschön. Danke, Leute, alles gut. Kein Corona, war nur ein Nieser. Vielen Dank, Leute, ein Abo noch. Dankeschön, Christopher, mache ich. Danke, danke.
So, ich fahre mal kurz geradeaus rüber zu den Wiesen. Da schaue ich schon mal kurz, wie es da aussieht. Vorsicht, Auto. Ja, ich wusste es. Ist tatsächlich das beste Entspannungsgame. Man guckt ein bisschen aus dem Fenster und steuert gemütlich sein 400 PS durch die Gegend. Einfach geil. Ja, für mich ist es Alltag einfach entspannen. Ne, einfach auf entspannen. Guck mal auf dem Hof in dem Güllefass, ob da was drin ist. Mach ich jetzt, ja. Magst du mehr Fan oder John Deere? Elias, ich bin großer John Deere und Klaas-Fan tatsächlich. Also John Deere sogar noch ein bisschen mehr. Sind einfach schöne Geräte. Aber Klaas natürlich auch top. Fan, MF, ist gar kein Problem. Ich fahre auch gerne Steyr, aber jeder hat natürlich so seine Lieblinge. Ne? Du hast eine coole Stimme, dankeschön. Dankeschön. So, okay, hier ist auf jeden Fall genug. Jawohl, das sieht doch gut aus. Ich würde natürlich auch helfen, aber ich glaube, beide Ladewagen sind schon unterwegs. Das sieht gut aus. Fahren wir kurz hier über die Wiese. Da sind sie auch noch am Einfahren. Ja, das ist doch wunderbar. Da vorne ist auch schon, da sind sie auch schon am Mähen. Sehr gut. Also ich denke mal, an Gras wird es nicht scheitern. Gärreste werden bald produziert, Leute. Können wir das gemähte Gras auf jeden Fall bald abdecken. Ja, hier wurde jetzt die letzte Bahn vom Phil gefahren. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Die kommen hinterher. Wir haben jetzt noch 163.000 Euro. Ich denke mal, noch einen Ladewagen kaufen, das wäre ein bisschen verrückt. Leon, bis später. Ich glaube, das wird ein bisschen zu teuer. Lukas, wir spielen Otzin Farm. Elias, der ist jetzt in dem Fall erstellt. Wie stellt man denn sein Abo auf öffentlich? Paul, oben rechts hast du deinen Kanalbanner. Da klickst du drauf, dann die Einstellungen für Datenschutz. Ich glaube, Datenschutz ist es und dann die Abos öffentlich. Warum handelt das Projekt? Ah ne, worum handelt das Projekt? Verena, das ist unser Oddstream Farm Projekt. Also The Oddstream Farm, aber jetzt zusammen mit dem Pumps and Hoses Pack. Deutz Farm, moinsen. Der Ghost Rider hat gekommen. Roland, Chef auf Kontrollfahrt. Ja, ein bisschen Spitfahrballern, ne? Nein, also das ist das Oddstream Farm Projekt, so wie ihr es schon bei mir kennt. Mit dem Ersatz, oder nein, nicht mit dem Ersatz. Mit der Erweiterung des Pumps and Hoses Pack und einer eigens gebauten BGA jetzt. Also so haben wir uns das jetzt vorgestellt. Wir haben jetzt eine eigene BGA gebaut mit dem Pumps and Hoses Pack. Dadurch ganz anderen Vielfraß platziert. Wir haben jetzt Methan und Elektrizitätsproduktion. Ja, ich hätte ja gerne mitgekriegt, aber bin bei meiner Oma und da habe ich leider kein PC. Ist kein Problem, Christopher. Einfach zurücklehnen, Stream genießen. Und sobald du Zeit hast, kannst du auch gerne wieder mitspielen. Hi Ben, moin. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie sieht's denn hier mit Gülle aus. Können wir eigentlich auch umlagern? Können wir eigentlich die Gülle vom Hof zur BGA fahren? Geht das? Weil ich habe ja hier, ich muss mal ganz doof fragen. Ich habe ja hier ein Silo platziert, ein Güllebehälter. Kann man da auch was reinlagern? Eine Frage, kann ich den Gülle-Separator auch beim Standardspiel hin platzieren und separieren? Fabian, Moment. Das aus dem Pumps and Hoses ins Standardspiel, wie meinst du das jetzt? Hallo Tim, moin. Morgen nicht Schule und nicht arbeiten. Nee, morgen ist ein Feiertag oder so, ne? Also ich war jetzt gerade am Überlegen, ich möchte nicht Gülle in den Separator kippen, also in den Vielfraß, sondern die Frage war, ob ich die Gülle quasi in das Silo direkt kippen kann. Weil das hier ist ja der Güllebehälter. Ja, in diesen Tanks wird Gülle gelagert. Also kann ich da eigentlich die Gülle vom Kuh- oder Schweinestall wegholen und hier einlagern, oder? Und dann kann ich ja von hier aus ja sagen, hier separieren wir bitte die Gülle und mach daraus den Einstreu. Outstream Farm Dönny. Das geht, ne? Okay. Danke, Chat. Gut, dass ich euch habe. Ich weiß nicht immer alles. Ich bin nobody's perfect. Weil hier sind 645 Liter Gülle, hier sind 190 Liter. Die werden jetzt auf jeden Fall in die Produktion reingehen. Das sieht hier aber nicht so gut aus, was die Produktivität angeht. Stroh ist auf jeden Fall drin. Wenn wir Stroh drin haben, wird natürlich Mist produziert. Wir wollen aber eigentlich hier auf die Gülle gehen, ne? Das heißt, unsere Tiere brauchen tatsächlich mal ein bisschen was zu futtern. Jetzt muss ich mal gucken, haben wir da noch Silage? Ne, die ist da leer.
Jetzt gucke ich mal kurz hier vorne. Okay, hier ist abgedeckt. 96% gegärt, das ist gut. Das ist schon mal gut. Kannst du mal dein Gesicht zeigen? Nein, ich bin zu hässlich für die Kamera. Das kannst du mir glauben, da werden alle abhauen. So, Leute, wir haben die 500. Dankeschön für 48.000 und 500 Abos. Nice, Leute. Vielen, vielen Dank. Die sind da. Ich bin nicht abgehaut. Du bist nicht abgehaut. Ach so. Nein. So. Maris sehe ich gerade, hier haut ein Abo raus. Dankeschön, Maris, fürs Abo. Wird eventuell auch noch gleich angezeigt. So, da ist der Separator weg. Wir hatten da mal ein Fass stehen. Sehr geil, Leute. 48.500 sind drin. 1.500 Abos noch und wir haben die 50.000. Hallo, Philipp. Moin. Bin mal gespannt, ob wir das noch für dieses Jahr packen. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob das dieses Jahr noch was wird, dass wir die noch schaffen. Da, also, puh, könnte eng werden. Ach, guck mal, hier ist auch noch Gülle drin. Den hatten wir uns auch erst gekauft, ne? Der ist aber, Moment mal, das ist aber nicht der aus den Pumps and Hoses, ne? Ein Moment. Ich glaube, den hatten wir uns so gekauft, ne? Der ist doch nicht, ja, ja, das ist der hier, ne? Den müssen wir verkaufen. Das und das. Ich bringe mal die Gülle weg. Dann kommt das Ding hier weg. Das hatten wir uns nämlich so gekauft, um Gülle auszubringen. Hallo, warum fährst du jetzt aus? Rein damit, so. Das ist nämlich der Standard. Da sind jetzt 13.000 Liter drin. Cedric, auch mit dabei. Dankeschön fürs Abo. Philipp, ich spiele gerade auf PC, aber mit Crossplay. Und Maris, da ist es. Maris, dankeschön. Herzlich willkommen. Die lagere ich jetzt gerade mal um und dann wird das verkauft. Haben wir schon mal 13.000 Liter. Das ist schon mal gut. Tim the Gamer, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dann können wir den hier auch verkaufen. Dann haben wir noch mal ein bisschen Geld. Perfekt. So muss es sein. So, warte, nur mal das Handy gucken. Geld, nur ein paar E-Mails. Alles gut. Passt. Noah, moin. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Livestream. Fahren wir das Ganze mal rüber. Jo, klar, Arion, kein Problem. Was gab's denn Gutes? War es wenigstens was Leckeres? Haben wir schon viertel vor zwei. Stunde 18 ist schon rum. Die BGA, muss ich sagen, haben wir recht schnell gebaut. Ich hätte gedacht, das dauert länger. Kann man Grafik einstellen? Ben, ja, natürlich. Auf PC kannst du Grafik einstellen. Konsolen ist die Grafik so, wie es die Konsole hergibt. Spielst du auch mit Gasdeal? Was ist denn das Gasdeal? Gasdeal? Ein Gasdeal? Welches Gasdeal? Nudeln. Na, nice. Oh, lecker. Also Mittagessen quasi. Okay, wir haben ja gerade erst gefrühstückt. Ich glaube, um 11 Uhr gab es bei uns Frühstück erst. Und ja, jetzt, wie gesagt, habe ich ein bisschen sturmfrei. Und dann später geht's weiter. Also morgen ist ja auch frei, soweit ich weiß, ne? Ja, natürlich, Verena, bin auf dem Weg in die BGA. Ich muss nämlich die 13.000 Liter Gülle umlagern. Und dann schauen wir weiter. Beim Fahren nicht aufs Handy gucken. Nein, nein, nein. Ich habe kein Handy in der Hand. Keine Sorge. Ich bin hier vorschriftsmäßig unterwegs. Wie du siehst. So. Ich hoffe, ich kriege die da jetzt raus. Ich habe erst vor einer Stunde gefrühstückt. Verena, das war ja kurz vor eins. Oh, spätes Frühstück. Das war ja eigentlich schon Mittagessen. Die Oma wird jetzt sagen Mittagessen, ne? Mittag. Bei Oma und Opa gibt es immer 12, 1 Uhr Mittagessen. Ne? Dann spare ich mir direkt ein Frühstück. Wenn die Oma einlädt, hier kommt Mittagessen. Frühstück wird direkt ausgelassen. War früher immer so. Nicht gefrühstückt, direkt bei Oma zu Mittag gegessen. So. Servus DC Xerox. Schön, dass du da bist. Was ist denn hier los? Warum steht denn hier ein Teleskoplader einfach so rum? Mit Gaspedal. Ja klar, Schröder. G29. LS Gaming, grüß dich. So, wohin damit jetzt? Eigentlich doch hier in den Behälter, ne? In den Stahlkamp. Eigentlich doch hier in den Stahlkamp-Behälter. Richtig? Oder falsch? Richtig, ne? Jawohl! Weg damit!
Morgen musst du arbeiten, weil der Feiertag deswegen ist nicht abgesagt. Oh, danke schön. Das merke ich mir. So. So, einmal umgelagert. So, einen Moment. So, einen Moment. Ich muss aber kurz... Jetzt müssen wir hier mal kurz gucken. Mach doch mal die Klapperkiste hier aus. So. Jetzt. Freunde der Nacht. Freunde des gepflegten Alltags hier. So, jetzt haben wir hier den Separator. Genau, der separiert jetzt die Gülle. Njam, 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 njam. Ja, duschen! Also, der separiert jetzt hier die Gülle. Das bedeutet, das hier ist jetzt separierte Gülle. Wie ihr seht, unten rechts 110 Liter. Das könnt ihr jetzt als Strohanstreuen nutzen. Das heißt, das hier packen, in den Anhänger, rüber zu den Tieren gefahren. Und dann ersetzt das quasi das hier. Na, anstatt Stroh könnt ihr dann da die separierte Gülle reinbringen. So. Was wir jetzt hier natürlich haben, Produktionen, ist der Fermenter und die Powerplant. Also der Fermenter hat jetzt momentan noch keine Silage, deswegen passiert hier auch noch nichts. Ja, also da passiert ja noch gar nichts, fehlt ja alles noch. Wir können natürlich Zuckerrübenschnitzel auch reinpacken, Mist und Gülle. Also die Gülle, die ich jetzt gerade geholt habe, hätte ich auch hier in den Fermenter packen können. Der hätte daraus dann Gärreste und Methan produziert. Methan wäre dann hier in das Lagergebäude BHKWE eingegangen. Und der hätte daraus dann Elektrizität produziert. Ja, Schröder immer noch mit Gaspedal, ja. Mein Spieler kennt die Mods nicht, obwohl sie drin sind. Mal Spiel neu starten. Eventuell funktioniert das. So, wir machen die beiden schon mal aktiv, damit die auf jeden Fall schon mal laufen. So, hier können wir jetzt Gülle, Mist, Silage, Mist und Silage. Moment, haben wir nicht ein... Wir haben ja Stroh. Aus Stroh? Warte mal, wir müssten doch Mist haben, ne? Haha, Moment. So, ich fahre mal über den Shop und dann fahre ich mal am Hof vorbei. Wir müssten aber eigentlich Mist auf dem Hof haben. Das könnten wir dann in den Fermenter packen, ne? Ja, Moritz, Zuckerbro, kümmerst du dich mal um den Chat, da Werner fragt wegen der Schaufel. Wäre ja gar kein Problem. Hab ich, dann will er jedes Mal ein Update haben. Ja, das hatte ich gerade auch. Hat bei mir dann auch nicht funktioniert, Yannick. Bei mir steht das bei der BGA nicht mit der Auslastung. Wieso nicht? Hast du die BGA aktiviert? Wie kann man im LS einstellen, dass man durch die Spiegel gucken kann? Jona, auf PC im Hauptmenü unter Einstellungen kannst du aktivieren, wie viele Spiegel du gleichzeitig sehen willst. Ich habe 5 Stück aktiviert. Kommt auf deine Grafikkarte drauf an, was die so kann. Je mehr, desto höhere Leistung brauchst du. Und was hast du gemacht? Ich habe die einfach alle gelöscht. Also die, wo ich weiß, die habe ich sowieso nicht auf der Allstream Farm, habe ich einfach alle rausgelöscht. Weil ich wollte einfach nur spielen. Ich habe 20 Minuten damit verdaddelt, was die Updates angeht. Weil das heute, warum auch immer, einfach nicht funktioniert. Sonst hat es bisher immer bei mir funktioniert, aber heute keine Chance. Der wollte die Updates nicht ziehen. Bei mir steht das nie mit der BGA mit der Auslastung. Wieso nicht? Sorry, habe ich nicht verstanden. Hatte Standbild bei der Auslastung. Warte, Nick, lass mich kurz zum Shop fahren und dann gucke ich mal, was du meinst. Was heißt Subs? 95 von 100. Entschuldigung, das sind die Kanalmitgliedschaften. 95 Stück. Also ich habe 95 Kanalmitglieder und 100 ist unser Ziel. Zumindest momentan. Vor 4 Monaten waren wir bei fast 200 sogar. Moin Nico, grüße dich. Sollen wir jetzt eigentlich auf Gülle warten? Ja, Zockerbo, also ihr solltet euch jetzt nicht in die BGA stellen und da rumpimmeln. Ihr könnt natürlich auch trotzdem Felder erwirtschaften, ne? Also wir haben ja auch trotzdem noch nach wie vor die Onstream-Farm laufen. An dem Fliegel ASW. Ach, an dem liegt das. Da will er, okay. Da will er das Update nicht ziehen. Okay. Oh, hier stehen ja auch noch die Pumpen. Da kriegen wir ja sogar noch, da kriegen wir ja sogar noch gut Geld hier. So. Ja, schon, dann haben wir 100 Mitglieder. Dann habe ich einen Meilenstein geschafft.
Ich gehe jetzt angeln. Alles klar, Henrik. Viel Spaß. So, den muss ich noch ein bisschen reinschreiben. Monua, grüße dich. So, den muss ich jetzt mal hier noch ein bisschen da reinschieben. Ja, der hat den nicht registriert. Deswegen, Leute, muss man den hier ein bisschen reinschieben. So. Jetzt fahre ich rüber. Danke, René. Jetzt fahre ich rüber zum Hof. Und dann schauen wir mal, was die Gülle sagt. Sonst packe ich mir nämlich einen Anhänger und hoffe ich, dass mich dann irgendeiner beladen kann. Und dann fahre ich die Gülle darüber. Entschuldigung, den Mist. Nicht die Gülle. Den Mist. Okay, Yannick, haben wir denn den Fliegel-ASW hier auf der Map? Sonst lösche ihn mal und update ihn mal oder holen wir mal aus dem Mod-Hub. Noah, ich kann dir das nur empfehlen. Hör auf meine Moderatoren. Ich glaube, ansonsten wirst du den Permaban kriegen. Noah, Caps schreiben, das bedeutet Großbuchstaben, sind hier einfach nicht erwünscht. Wenn das jeder machen würde, Caps ist ja quasi wie anschreien. So habe ich das mal erklärt bekommen. Und deswegen haben wir natürlich gesagt, sowas nach Möglichkeit bitte sein lassen. Und dann sage ich, Domosaurus-Hex, herzlich willkommen. Kannst du dir den manuelles Ankoppelmod in den externen Staubmod, oder wie es heißt, runterziehen? Verena, leider nicht, dann könnte ich hier nicht mal Crossplay machen. Ich weiß, was du meinst, der externe Staubmod, da kannst du ja dann bis zu einer Skala von 3,0, also das Dreifache an Staubentwicklung, einstellen. Das ist aber leider alles nicht für Konsole. Was ist denn hier los? Okay, hier ist einfach mal das Tor zu. Und da steht irgendwas davor. Ey, ihr wisst schon, dass die Maschine aus einer Mission ist, ne? Leute, das ist eine Feldmission, ne? Das Teil, was da steht. Aber Wolle kann auch mal verkauft werden, seht ihr? Manuelles Ankoppeln ist auch extern. Ja, Verena, ist leider so. Claudia, Ausrufezeichen, mitspielen. So, komme ich hier durch? Nein, da komme ich gerade nicht durch. Ich fahre mal hinten rum. Ich wollte nämlich mal wegen dem Mist schauen. Ich weiß gar nicht, wo kommt denn der Mist von den Schweinis eigentlich hin? Also von den Kühen weiß ich es, aber wo kommt das von den Schweinen hin? So, ah ja, genau, Nick, mal mit der Auslastung der BGA. Gucke ich jetzt mal. Okay, Yannick, das ist echt komisch. Also du hast ihn auch schon aus dem Mod-Hub runtergeladen und trotzdem hast du das Problem, dass er nicht da ist oder dass er ein Update verlangt. So, einen Moment. So, also. Nick Bar. Du hast ja hier die Produktionen. So, was hast du jetzt hier? Was genau hast du hier, was bei dir nicht so ist? Schweine wird im Stall drin gespawnt. Ach so, okay. Und Kuhmist kommt ja eigentlich hier in die Ecke, ne? Und, haben wir was da? Okay, ein bisschen ist da. Ja, pass auf, dann hole ich mir mal einen Anhänger. Okay, und der Mist von den Schweinen kommt direkt bei den Schweinen rein. So, dann hole ich mir hier mal den Anhänger. Und dann fahren wir das mal rüber. Spawnt im Stall, okay. PS4 kann auch mitspielen, Paul. Ja, alles Crossplay-Mods. Somit für dich auch möglich, ja. So, Werner ist nämlich schon da. Der lädt uns mal eben hier auf. So. Denk dran, Werner, Hochkippschaufel, lass meinen Hänger heile. Bei mir wird es auch nicht angezeigt, die Tabelle. Das? Moment, Leute, denkt dran, das ist BGA aus den Pumps and Hoses, ne? Das ist nur Pumps and Hoses. Standard BGA hat das nicht. Fanfahrer, Dankeschön fürs Abo, herzlich willkommen. Schau bei Kühen und Schweine. Ne, Schweine, Kühe ist ja da links. Da. Sind wir ja gerade am Aufladen, den Mist. Paul weiß ich noch nicht, schauen wir mal. Werner, Hochkippschaufel. Das habe ich auch und wird nicht angezeigt. Leon, aber Moment, hast du auch die BGA gebaut? Das kommt dann automatisch. Also ich zeige dir das gerne mal. Ich bin ja eh noch gerade hier, werde eh noch gerade beladen. Nee, spawnt im Stall, da kann man das rausholen. Das muss ich jetzt gleich mal gucken, ja? Gucke ich jetzt mal. Weiß ich, habe mir die Pumps und Hoses BGA gebaut, aber trotzdem... Okay, warte. Ich gehe mal kurz rüber.
Ich werde ja gerade eh noch beladen. Und dadurch geht das ja sehr schnell. Hast du die so gebaut hier? Du musst so ein verzweigtes Netz bauen. Fermenter mit dem Vielfraß, damit überhaupt Silage aufgenommen werden kann. Hier raus, das BHKW, BHKWE, glaube ich heißt das ja, verbrennt ja Methan, also nimmt Methan auf und entwickelt daraus Energie. Wenn du das nicht machen möchtest, setzt du hier die Gasfackel hin und hier einen Güllebehälter, ne? Und wenn du das alles baust, wird dir das so angezeigt. So, der Fermenter ist hier, das, ne, eingehende Güter ist dann der Fermenter. Ja, das, was du da reinkippst. Der Bunker ist die Bunkerung. BHKW ist dann die also aus Methan wird Energie. Und die Gasfackel darf am besten nicht laufen. Moin, Stina. Geile Map, oder? Allstream Farm. So. 14.667 Liter. So, jetzt dürften wir ja rein theoretisch noch was bei den Schweinen haben. Und bei den Kühen drinnen, oder? Budasti, moin! Genau. So, jetzt wird hier der Mist... Okay, wieder wie Moritz gesagt hat. Jetzt kann man hier noch Mist aufnehmen. Seht ihr? Kommt auch noch hier rein. Und hinten im Schweinestall machen wir das Ganze auch nochmal. Wann kommt wieder ein XXL Maishäckseln, Schröder? Weiß ich nicht. Die war schon im 19er super. Ja, Stina auf jeden Fall. LS19, geil. Also für mich die beste Map. Ich habe schon immer gerne die Allstream Farm gespielt. Sie ist halt auch gut für den für den Singleplayer geeignet. Sie ist einfach nicht zu groß, ne? Da konnte man auch schön mit dem Singleplayer was machen, weil du einfach selbst nicht überfordert warst. Du warst nicht überlastet. Muss man echt sagen. Also da habe ich sie auch gerne gespielt. Und ja, dann jetzt hier im 22er. Man kann sich auf jeden Fall nicht beklagen, ne? Und wenn ich jetzt einen Separator baue, wo kann ich denn dann die separierte Gülle entnehmen? Das kommt darauf an, welchen du baust. Aber direkt bei dem Separator. Das bedeutet, hier. Na? Also hier tröpfelt es direkt daneben. Hier tröpfelt es in die Lego-Steinbox rein. Und hier tröpfelt es in die große Halle rein. Zeige ich dir jetzt auch gleich. Wir fahren jetzt gleich mit dem Mist wieder zurück zur BGA. Und dann zeige ich dir das mal. Philipp, spätestens dann, wenn der neue MAN reinkommt. SCS will ja den neuen MAN 2020 reinbringen. Entschuldigung, 2021 ist das ja. Nein, Ellerbach-Fabian gibt es nicht auf offiziellen Wege. So, ist er jetzt noch da? Gülle am rausholen? Entschuldigung, Mist. Ja, ist er. Okay. Sebastian, servus, moin. 4000 Liter sind in der Hochkippschaufel drin. Sehr gut. So. So, ich bin voll. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, ne? Warum steht da Max? Ja, wir haben natürlich das Anhänger-Füll-Limit aktiviert. Ist realistisch gehalten. Das heißt, wir dürfen hier 18.686 Liter fahren. Dann ist der Anhänger vom Gewicht her voll. Ja, Joe, Pumps and Hoses DLC wird hier benötigt. Wie gesagt, Grundsatz ist so, Leute, wenn ihr eh fortet, euch zu ziehen für den PC, dann nutzt gerne den Unterstützerlink in der Videobeschreibung. Ich würde mich sehr darüber freuen. Keinerlei Mehrkosten. Ihr kauft direkt bei Giant Software. Bekommt innerhalb von maximal, so war es bei mir, 5 Minuten eine E-Mail, beziehungsweise 10 Minuten mit dem Download-Code. Könnt ihr euch dann auf dem PC direkt runterladen und loslegen. Geisesberg gibt es leider auch nicht für den 22er, nein. Yannick, ich bin gerade Mist am Fahren. Hier, Rainer, wenn du anständig fahren würdest, würde das nicht passieren, ne? Ich weiß gar nicht, was Rainer da macht, also der fährt mir eigentlich nur hinterher, ne? Das finde ich immer schön. Also wenn ich Kontrollfahrt mache, klar, ich bin Chefe. Aber wenn andere Kontrollfahrt machen, ja, nie. Daniel, klar, kein Problem, bis gleich. Gerne Joe, kein Problem. Joe 9, Joe. Oder heißt es einfach Yo? Heißt du Joe? Nee, ne? Das heißt einfach Yo, ne? Was mache ich jetzt mit dem Anhänger, Yannick? Was machst du mit welchem Anhänger? Welchen Anhänger hast du denn jetzt? Geil, 256 Zuschauer, 256 Däumels. Richtig, einfach schön klein. Schön und klein.
Mit dem neuen DLC habe ich auch schon vor. Fehlt habe aber noch Geld. Ach so. Ah, du hast vor, das DLC zu holen, dir fehlt aber noch das Geld. Okay. Boah, der Case hat aber auch einen geilen Sound, wenn der kämpfen muss, ne? Der hat aber auch einen Sound, wenn der mal den Berg hochkämpfen muss. Da dreht der ja richtig auf, ne? So, jetzt hab ich hier Gülle. Mist. Warum sag ich immer Gülle? Mist. Den können wir jetzt in den Fermenter schmeißen, ne? Also ich würde es nicht direkt reinschmeißen, finde ich unrealistisch. Ich würde es daneben kippen. Und derjenige, der das macht mit dem Radlader, kann das dann da reinfahren. Können wir jetzt mal gucken. Ich glaube, ich könnte den eigentlich jetzt so direkt reinkippen. Finde ich aber irgendwie blöd. Es ist unrealistisch, dass du so einen Anhänger, ne, der ja auf den Boden kippt, direkt da reinkippen kannst. Aber dafür haben wir ja auch hier Teleskoplader und sowas. Ich würde sagen, ich fahre das mal da unten hin. Da stürzt auch kein. So. Nico, auf dem Hof hier gibt es immer was zu tun. Kann man nicht hier sogar noch eine kleine... Wartet mal. So, ich wünsche euch was. Ein paar Kollegen mit Meister. Ja, Postbote, viel Spaß. Danke, dass du da warst. Ich würde jetzt mal kurz was gucken. Ob man hier nicht so eine kleine Halle hinstellt. Ansonsten baue ich mir da was anderes hin. Man hat da bestimmt die Möglichkeit. Moin, JZorg, herzlichen Dank fürs Däumchen. Ich habe schon das DLC, aber auf der Karte fehlt noch Geld. Ach so, du hast das DLC schon. Ja, sehr cool. Also, man hat ja hier die Möglichkeit, aber das ist alles so ein bisschen groß. Leute, ihr müsstet mal bitte da wegfahren, weil ich will da eigentlich gern was hinplatzieren. Ich würde da gern so eine kleine Halle platzieren. Hier! Geht das nicht? Das ist ja ein offizieller Misthaufen. Geht das, Leute? Chat ist wieder gefragt. Das ist ja offizieller Misthaufen. 4 Millionen Liter. Kann ich da dann Mist reinkippen oder sagt er, dann wird hier nicht angenommen? Weil das stellst du ja normalerweise direkt neben einen Kuh- oder Schweinestall, den du selbst platzierst, ne? Wann machst du wieder Maisex? Florian, weiß ich noch nicht. Das geht nicht. Echt nicht. Moin, Sergen, grüß dich. Nee. Echt nicht? Schade. Hallo Dirk. Guten Abend. Nee, guten Tag. Kannst mir ja helfen, an Geld ranzukommen. Ja, Subventionierung. Kann mitspielen, sagen. Ja, Multiplayer. Jeder kann mitspielen. Das brauchst du. Da brauchst du einen vom Silo. Silo weiter, wenn wir das neben den Stellen. Ach, das hier? Misthaufenaufbau? Was ist das? Jetzt muss ich mal ganz zu fragen. Was ist denn der Unterschied zwischen Misthaufen und Misthaufenaufbau? Kann ich da reinkippen? Nee, ein Misthaufen kann nur in der Nähe eines Stalls platziert werden. Wenn ich natürlich jetzt V drücke, geht's auch nicht. Und ein Silo an sich, das könnte ich hier platzieren. Cedric, weil du im Ladebildschirm hängen bleibst, oder? Moritz... Man helfe mir. Das sind ja die Gülle-Erweiterungen. Und das sind Silos. Das sind ja Silo-Erweiterungen. Ja, der hier. Misthaufen. Der. Kann ich den hier hin platzieren und dann da Mist reinkippen? Also Mist aus dem Hänger. Ich will einfach nur den Mist lagern. Ansonsten baue ich mir eins hier aus diesen Betonblöcken. Mir geht es eigentlich nur darum, weil wir ja hier jetzt die BGA haben. Hier. Wir haben ja jetzt eine eigene BGA. Da wollen wir jetzt ja alles so ein bisschen mit Gülle und so bearbeiten. Also das geht, okay. Aber das hatte ich doch gerade schon. Habt ihr gesagt, nö, das geht nicht. Also geht's ja jetzt doch. Bin jetzt gerade am überlegen, wie ich den am besten platziere. Platziere ich den besser so? Warum kann ich den eigentlich wieder nur um 90 Grad drehen? Und nicht so, wie ich das möchte?
Das ist auch gut. Da habe ich wieder nur 90 Grad. Bin gerade überlegen, ob ich ihn so hin platziere. Moin Sebastian, alles gut? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Oder ob ich den... Ich hasse es. Ah, das ist ein Giants-Objekt, deswegen. Okay. Oder ob ich den so platziere. Wofür ist denn da noch der Entnahme... Der Entnahme oder die Entnahmestelle? Die Kartoffeln Juni, das ist eine Mission. Musst du verkaufen fahren. Guck mal bitte, wo das hin muss. Steht ja im Kontextmenü des Auftrags. Gates, servus, herzlich willkommen. Sehr schön, Ausrufezeichen mitspielen. Oder platziere ich den hier? Ich glaube, da ist die beste Lösung. Wartet. Komm, drehen. Ich glaube, ich muss ich unbedingt an dieses Symbol dran? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht, oder? Wenn da Mist drin ist, kannst du auf den Zeiger fahren und R drücken und dann kannst du den Mist automatisch aufladen. Achso, man kann ihn aber auch mit der Schaufel rausholen, ne? Das ist der Trigger, okay. Das wäre zur direkten Hängerbeladung. Okay, also muss nicht. Ich kann auch einfach hier an den Rand stellen und dann mit dem Trecker reinfahren, ne? Und dann einfach mit der Schaufel hier rausholen. So wie ich es jetzt eigentlich auch geplant habe. Okay, weil dann würde ich den nämlich hier so hin platzieren, auf die Ecke. Dann kann man immer noch dran vorbeifahren. Jetzt, wenn ich den jetzt so hier hin platziere, kommt man da immer noch dran vorbei. Warum hast du dich jetzt gedreht? Arsch. Geil, hat sich einfach mal gedacht, ich drehe mich jetzt nochmal. Ey, hallo! Nicht drehen! So. Landschaftsbau. Malen. Nee. Das. So, Moment. Hier noch ein bisschen. So. Okay. Findest du das DLC gut? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, jetzt muss ich kurz mal hier schauen. Hier ist ein bisschen was los. Ich habe jetzt den ersten Mistanhänger, den wir jetzt in unser Mistbecken kippen. Dann können wir die BGA auf jeden Fall schon mal in Betrieb nehmen, Leute. Dann läuft die auf jeden Fall schon mal. Fast 300 Zuschauer sind mit dabei, Leute. Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Danke, danke, danke. Sehr nice von euch. So, dritte Wand. Zack. Uah. Okay, doch zu eng genommen. So. Ich wollte gerade sagen, Rainer, du kannst eigentlich mit dem kleinen Teleskoplader wegfahren. Den brauchen wir nämlich hier gar nicht. Wir haben ja hier für die BGA den großen gekauft. Ich komme aber auf jeden Fall nochmal zum Shop, zum Hof, Rainer. Und dann kannst du mir den restlichen Mist aufladen. Bei den Schweinen müsste ja zum Beispiel noch was drin sein. Ich musste ja nur wegfahren, weil ich voll war. Und ich glaube... Bei den Kühen ist auch noch was drin. So. Mein Juni, ich guck mal kurz für dich. Guck mal hier. Missionen. Kartoffeln. GCHB Getreidespeicher. Beziehungsweise, ja. GCHB Getreidespeicher. Wir haben zwei Kartoffelmissionen. Excuse me, wir haben 2022, Tobi. Das bedeutet was? Hab ich was falsch gesagt? Nee, ne? So. Ach, sehr gut, das geht. Nice. So, Mist wird gelagert. Ja, Leute, so muss das sein. Sehr, sehr gut. So. Vor allem, Tobi, du musst ja bedenken, wir haben schon Fall 2023.
Das ist ein dummer TikTok-Trend. Oh mein Gott, TikTok. Halte ich absolut so wirklich nichts dagegen, aber ich halte da gar nichts von. Wenn ich dich frage, ob du deine eigene Map erstellen würdest, du ja oder nein sagen? Nein. Ich bin absolut kein Modder. Absolut kein Modder. Nee, nee, nee. Nee. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber nee. Modden für mich gar nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich würde es nicht hinbekommen. Nichts davon. Du, Paddy, du bist doch so eine Art Herr der Ringe oder Hobbit-Fan. Ja. Meinst du jetzt die neue Serie auf Amazon Prime? Der Herr der Ringe oder die Ringe der Macht? Die Vorgeschichte dazu? Ich hatte mal überlegt, sie mir reinzuziehen. Hab mir aber irgendwie noch nicht dazu aufgerappelt. Ja, Sebastian, siehst du richtig. Das ist die Old Stream Farm. Kommt so langsam Richtung Abend. Das heißt, gleich spulen wir mal die Zeit vor. Und dann geht's weiter. Nee, noch gar nicht, Moritz. Hast du schon? Was für eine Gülle verschlauchen? Pumps and Houses DLC? Wir sind gerade die BGA zum Beispiel schon fleißig am Nutzen. Grimgorim, das ist ein Case Pro. Zeigen wir gerne. Ja. 72,50. Und wenn man dir Unterricht geben würde, für was? Fürs Modden? Nö. Ich hätte da gar kein Interesse dran, Schröder, mir selbst was zu modden. Ich habe ein paar Modder in meinem Team. Wir haben ein paar Modder als Moderatoren. Das reicht. Das ist ein Mod. Ja, die ersten Verfolgungen sind so, aber die 6. und 7. bisher Hammer, okay. Wir gucken momentan, verdammt, jetzt habe ich echt den Namen vergessen dieser Serie, die wir am gucken sind. Mahi Fest, glaube ich, heißt das. So ein Flugzeug, was verschollen geht und nach 5 Jahren wieder auftaucht. Aber für die, die im Flugzeug waren, waren es nur 3 Stunden. Und für die auf der Erde waren es 5 Jahre. Und die haben natürlich alle für tot erklärt. Und die tauchen dann plötzlich wieder auf und müssen jetzt herausfinden, warum dieses Flugzeug angeblich 5 Jahre weg war. Justin, hallo. Paul, für mich absolut top. 10 von 10 gebe ich dem DLC, ganz klar. So. Ah, den kennst du auch, Moritz, das ist gut. So. Also, Zocker aber auch schon Mist am Fahren? Ist jetzt schon alles weg an Mist oder wie sieht's aus? Ich weiß es gar nicht. So, ich hole mir jetzt erstmal Schokoriegel hier. Mittagessen, Leute, Mittagessen. Ihr lasst gerne mal ein Abo und ein Like da. So. Gerade haben wir fast die 300 Zuschauer gekitzelt. Lecker. Ja. Du hast ja die Ortsinfa als Modell geholt. Was für ein Modell? Ja klar, Grimgorim. Ich spiele ja mit Mods. Tom, The Old Stream Farm. Es ist alles weg? Ein Moment. Oh, das sieht gut aus. Ach so, als Mod, Sebastian. Okay. Ich glaube, Mist ist alles weg, ne? Ja, ja, guck mal hier, hier, hier. Hier liegt noch Mist. 921 Liter, die müssen hier weg. Aber wisst ihr was? Ich spule mal kurz die Nacht vor. Dann kommt nämlich auch neuer Mist. Wir haben jetzt eh 7:30. Da können wir auch kurz einmal schlafen gehen. Okay, eigentlich meinst du gegen 8 Uhr schlafen im Spiel. Aber wir können auch mal was früher gehen. So, ich hoffe, es akzeptieren alle. Sehr gut. Das hat schon mal funktioniert. Irgendeiner müsste mal Wolle fahren. Ey, Zuckerbro, ich will auch noch was mitnehmen. Ich will auch noch was mitnehmen. Okay, hier ist nicht wirklich viel. Doch, 779 Liter. Und haben wir hier? 4800? Nee, das ist Gülle. Mist. Da Mist. 2471, das ist nämlich gut. Hallo Tim, moin. So, was ihr auf jeden Fall machen könnt, Leute, ihr könnt hier Mischrationen machen.
Die Solage ist fertig und dann können wir ja hier auf jeden Fall. So. Leute, hier, Bunkersilo wurde geöffnet. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal Mischrationen machen. Unsere Kühe haben nämlich auf jeden Fall Hunger. Das kann ich euch so schon sagen. Hier. Da ist nichts mehr drin. Da muss was rein. Ja, ich muss warten. So, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Der Mist ist weg. Wunderbar. So, jetzt gehe ich noch mal kurz rüber gucken. Haben jetzt hier 779, okay. Genau, Mischration machen, bestehend aus Silage, Gras und Heu. Henrik, Old Stream Farm oder The Old Stream Farm, um ganz genau zu sein. Das ist schon mal gut. So, 23 erntereif. Was haben wir da angebaut? Gerste. Die kann auch runter. Die ist ja mit unter anderem erntereif. Wie sieht es hier aus? Hier 39 ist immer noch nicht angebaut. 54 ist immer noch die Mission am Laufen. Sowie 3. 3 ist aber schon abgeerntet. Das heißt, da müsste eigentlich schon. Ne, 90%, 87%. Ich sehe das schon wieder kommen. Mineralfutter vergessen alle. Ja, Mineralfutter, stimmt, ja. Oh, er will mich gar nicht beladen. Okay. Ich armer Bengel wird wieder nicht beladen hier. Mal gucken, ob sich einer bereit erklärt, hier ein bisschen dafür zu sorgen, dass die Kühe natürlich auch ihr Essen bekommen. So. Ja, das muss man echt sagen, Sebastian. Vor allem, die Map macht halt auch alleine Spaß, weil sie einfach nicht so riesig ist, ne? Die kann man tatsächlich auch sehr gut alleine spielen und das finde ich einfach das Geile. Du, Patrick, an meinem Haus stehen, habe ich 155 Kühe, 180 Schweine, 1740 Hühner. Ja, die produzieren ja mal ordentlich Eier, ne? Servus, Fischigott Nick, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. So, ich kümmere mich jetzt mal gerade um die Wolle. Darum wollte sich irgendwie noch keiner kümmern. Das mache ich jetzt mal. Die muss natürlich auch mal verkauft werden. Dass wir da mal ein bisschen Geld erwirtschaften. Wir haben hier diesen Reichanhänger mit diesen runterklappbaren Bracken, die automatisch schon unten sind. Also das gibt der Mod so her. Ist halt dadurch für den Transport, zum Beispiel hier von Schafswolle, wirklich sehr gut geeignet. So. Servus, Detektiv Justin. Herzlich willkommen. Jetzt brauche ich nur noch einen, der mir die hier mal auflädt, weil die kann ich leider nicht mit der Hand packen. Ich würde sie gerne mit der Hand packen. Dann bräuchte ich aber den Mod, der nicht Crossplay möglich ist, und zwar dieser starke Mann. Ja, Verena, leider nicht. Nein, hier liegen zwei Gewichte herum. So, NFC Justin Moinsen. Also Anbaugeräte haben wir eigentlich da. Hier, Frontladeanbau. Gabel, da ist die Gabel für den Teleskoplader. Die machen jetzt gerade eine Mischration. Jetzt müsste ich mal gucken, ob wir noch irgendwo einen Trecker mit Frontlader anbauen. Nein. Carmen, moin, grüße dich. Miriam, welcome back. Hallo Daniel. Moin LS19. Ja, der Rainer hat den Johnny. Da wäre der Frontladeanbau möglich. Ja, liegt gut da, ne? Kannst du dir mal die Felsbrunnen anschauen? Wieso sollte ich mir die Felsbrunnen anschauen? Felsbrunnen ist aus dem 19er. Bei mir wird die Map nicht angezeigt. Die ist da. Ich habe mir meinen Hauptspielstand gelöscht. Hupsala, liegt geil, moin. Hier liegt noch ein Gewicht rum.
Ja, ich bräuchte jetzt wirklich hier so starker Mann. Dann könnte ich mir das so jetzt mit der Hand aufladen. Schade. Vielleicht gibt es noch einen 22er, weiß ich. Aber ist für mich uninteressant. Weil ich kenne die Map ja schon aus dem 19er. Es war im LS19 die Standard-Map. Oder die neueste Standard-Map von Giant Software. Ja, gab es ja Felsbrunnen und... Wie ist die? Ravenport? Oder wie hieß sie? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann kam ja noch mit dem Add-on... die Erlengrad dazu, ne? Erlengrad. Die wurde ja echt sehr gefeiert, habe ich ja mitbekommen. Also die, puh. Das war auf jeden Fall eine geile Map. So, ja, ich habe leider gerade keinen Frontladeranbau. Der Rainer, der hat hier zwar einen Frontladeranbau, aber der braucht den natürlich hier, um den Anhänger festzuhalten, bevor der Patrick den kaputt macht. Weil die fahren ja gerade die Mischration rein. Damit unsere Kühe auch wieder versorgt sind. Und ich will ja eigentlich wieder in die BGA fahren. Um da weiterzumachen. Ich habe jetzt auch eine Idee, was ich mache. Ich stelle einfach mal den Anhänger hier hin. So, ich stelle einfach mal den Anhänger hier hin. Kann dann gleich einer beladen, ja? Was muss ich machen, um die Map zu sehen? Justin, die Map oder mein Server? Weil um die Map zu sehen, musst du einfach nur Mod-Tab gehen und Austin Farm herunterladen. So, ich fahre nochmal rüber zu BGA. Das ist geil, man kann einen Pferdehof kaufen, der fest verbaut ist und es gibt Sammelstücke. Ja gut, Sammelstücke kennen wir ja auch schon auf den ein oder anderen Maps. Kannst du dir den Mod herunterladen, wo du aus weiter Entfernung die Traktor-Sounds hören kannst? Aber wofür? Die Traktor-Sounds habe ich doch, wenn ich im Traktor drin sitze. Den Server Justin, einfach nur in den Multiplayer reingehen. Immer in den Kurven. Immer in den Kurven wollen die Leute joinen. Dann kann ich mich natürlich nicht mehr bewegen. Und dann passiert leider sowas wie jetzt gerade. Der Traktor rollt geradeaus und ich muss ganz schnell akzeptieren. Na gut, Paul, also dieses Loch und so, das gab es vorher auch schon alles. Also die Felsbrunnen ist nicht neu erfunden worden. Es gab ja auch im LS19 auf der Felsbrunnen dieses kleine Loch. Das habe ich sogar als Video mal präsentiert. Müsste ich mal raussuchen. So ein kleines Alien-Loch. Sky Leffi, vielen Dank. Schön, dass es dir gefällt. Ey, Patrick, ich bin nicht dein A, ne? Ja, aber wenn du 2 Meter daneben hörst du die Sounds gefühlt nicht. Ach so, ja gut, das ist ja auch... Obwohl, nach 2 Metern hörst du sie eigentlich realistisch gesehen noch. Ja, aber ich glaube, auch der wird nicht crossplay-fähig sein. Klingt nämlich für mich sehr, sehr nach einem Skript. LS19 Ausrufezeichen mitspielen. Da kriegst du Servername und Passwort. Boah, dieser FIFA 23 Wahn, das ist der Wahnsinn. Es wurden halt Ehrengradhäuser verbaut. Okay, auch gut. Ja, ja, ist ja alles okay. Aber wie gesagt, dieses Loch da, das gab es auch schon vorher. So, Werner ist hier fleißig am Aufschieden. Sehr gut, Werner. Achso, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Läuft die BGA? Ja. So. So, ein Moment. Jetzt müssen wir mal kurz überhaupt hier mal gucken. Gärreste. Direkt verkaufen, verteilen in Bio. Die müssen wir behalten. Ne, so war das doch. Die Gärreste behalten. Wir können aber aus Gärreste auch die Separierung machen. Davon haben wir aber ja erstmal. Und das Methan wird in der Biogasanlage verteilt. Und zwar hier rüber zum Powerplant. So, jetzt muss ich mal ganz doof fragen. Wir haben hier eingehende Güter, 19.801 Liter Gülle. Okay. Jetzt macht er aus 600 Liter, also Entschuldigung, Mist, nicht Gülle, Mist. Aus 600 Liter Mist und aus 2.500 Liter Silage, 530 Liter Methan und 2.350 Liter Gärreste. Deswegen kann er momentan noch nicht produzieren.
Okay. Das kriegen wir hin. Wo ist denn das Loch? Oh, das weiß ich nicht mehr auswendig. Da gibt es aber so eine Art kleine Mine, ne? Wie lange bist du heute noch live, Nico? Weiß ich nicht. Also, kommt erstmal drauf an, wann meine Frau mir schreibt, dass sie nach Hause kommt und was man rückt macht. Ist das Crossplay? Ja, klar, Justin, hier ist Crossplay. Auf jeden Fall. Also, hier kann grundsätzlich jeder mitspielen. Vielen Dank, Leute. Wir haben wirklich die 48.500 geknackt. Unter 1.500 Abos und wir haben die 50.000, also 50.000. Ich kann auf der Holzfahne die BGA nicht verkaufen. Das Gebäude an sich, Sebastian? Oder was meinst du jetzt? Ja, es geht, Moritz, es geht. Es geht, es ist okay. Ich hoffe, ich fahre überhaupt richtig. Ich meine, aber jetzt komme ich doch von oben. Jawohl. Wollte gerade sagen, jetzt komme ich doch von oben auf unseren Hof hören. Sehr gut. Zockerbo lädt auch gerade die Wolle für mich auf. Sehr gut. Hi Daniel, moin, grüße dich. So. Das ganze Gelände. Nee, kannst du auch nicht. Die BGA ist an sich fester Bestandteil. Also du gehst. Du musst quasi hier hingehen. Schau mal. Jetzt wird sie mir angezeigt. Kann ich nicht verkaufen. Aber kaufen geht ja, wenn du hier hingehst und den Schraubenschlüssel betätigst, ne? Kamen wir mit der was machen? Community. Wir spielen auch Community hier. Ja, es geht, also muss, es ist jetzt nicht gut. Also, er fängt gerade wieder an. Das ist halt dieses, das lange Sitzen hier, ne? Das tut mir nicht unbedingt gut. So, jetzt hol ich hier noch die Gülle raus. Akri, grüß dich. Du hast zu mir gesagt, ich mach den Hänger kaputt. Ja klar, wenn der Hänger auf halb acht hängt, dann geht der kaputt. So, was haben wir jetzt hier? Hallo? Warum kann ich jetzt hier... Ach, ist leer. Wer hat den geholt? Oder habe ich die schon rausgeholt? Ach, die habe ich schon rausgeholt. Hatte gestern einen meiner besten Tage meines Lebens. Also da du mich nicht getroffen hast, kann es ja nicht so sein. Was hast du denn erlebt? Sollen wir zur Silage vom Hof zur BGA fahren? Nein, Phil, auf keinen Fall, weil dann können wir die Tiere nicht mehr versorgen. Hallo Tom, moin, grüße dich, schön, dass du da bist. Das wäre ja kontraproduktiv. Ich weiß, es ist eine gute Idee, Phil, aber dann habe ich halt nicht mehr die Option, das Ganze für unsere Tiere zu nutzen, also für die Kühe. Wir müssen da ja die Mischration herstellen. Wir können ja jetzt nicht alles auf die BGA fixieren. Weil ohne Silage keine Produktion von Milch, unter anderem natürlich dann aber auch keine Gülle und kein Mist. Ich war auf dem Salzburg Jugend Treff. Ach so, ja, den Post habe ich ja gesehen. Wie heißt der Server? Carmen, Ausrufezeichen, Mitspiel. Oh, Entschuldigung. Ein Einwohner weniger auf der Austin Farm. Ich hoffe, das fällt nicht auf. So, jetzt muss ich wieder überlegen. Nee, ich fahre rechts rum. Da komme ich besser. Ja, klar, wenn man so einen Dreiachs-Tsunami hier rumfährt. So. Man kommt meine Postkarte. Also, Ellie, die, Autogrammkarten wollte ich jetzt versuchen, diese Woche, also die kommende Woche, jetzt mal fertig zu machen. Nur verklagt mich bitte nicht, wenn es nicht so ist. Aber ich bin auf jeden Fall dran. So. Das könnte ich ja jetzt eigentlich auch... Nee, das könnte ich nicht hier reinmachen, ne? Jetzt fahre ich jetzt hier rüber. Jonas, moin, das ist die Oldstream Farm. So, da machen wir nicht jetzt die Separierung weiter. Das sieht schon ganz gut aus hier. Ist doch jetzt richtig, oder? Wir haben ja jetzt Gülle. Die Gülle kippe ich jetzt hier in den Güllebehälter und der separiert das dann. Einen Moment.
muss hier nochmal so. Nochmal die Wärmflasche in den Rücken legen. Die Gülle, Gülle, Gülle. Moment mal, Gülle können wir ja auch. Ah, Gülle ginge auch, aber aus. Ja, aus Gülle kann der trotzdem kein Rezept hier performen. Nee, danke, Daniel. Brauche ich nicht. Ich brauche auf jeden Fall Silage. Nee, dann könnten wir doch. Ja, aber dann haben wir doch eigentlich. Was passiert eigentlich mit dem Rest? Ich denke mal gerade so weiter. Leute, wir haben ja jetzt hier. Wir haben jetzt hier Gülle. Wenn ich die jetzt in den Stahlkampf kippe, dann separiert ihr die hier. Habe ich separierte Gülle. Die nutze ich als Stroheinstreu. Und bringe das eigentlich wieder zu den Tieren. Und die Tiere machen daraus Mist. Was ist dann der Sinn davon, die Gülle hier hinzufahren? Oder entstehen daraus auch Gärreste? Weil da steht, das Ding ist leer. Hallo Paul, servus. Hier sind 20.000 Liter Mist drin. Carmen immer noch mit Mods. Jetzt, ich versuche wieder weiter zu denken. Weil ich kann die Gülle ja auch hier reinkippen, ne? Ich kipp die jetzt mal da rein. Nein, aus der Gülle werden Gärreste und die werden separiert. Okay. Habe ich denn dann auch immer noch was zum Düngen über? Nee, ne? Ich guck jetzt mal, ob ich da reinkomme. Also dahin komme, dass ich die mal da dazu kippe. Nee, Zocker Bro, warum? Hallo Simi. Ach, da. Da geht es nicht. Ich muss gleich zum Baumarkt. Ich wollte gerade sagen, Daniel, heute ist Sonntag, aber du hast verkaufsoffenen Sonntag, okay. So, kommt die jetzt gerade da? Ah, gut. Ja, das ist auch schon mal gut. Mist, Gülle. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall Silage. Wie sieht denn das hier aus? Haben die alles gefahren? Ich mach den Bunker jetzt einfach mal zu. Zack, so. Servus Oberfranken TV, herzlich willkommen. So, hier ist schon wieder leer, okay. Also Fakt ist, glaube ich, wir brauchen mehr Kühe. Ich fahre jetzt mal zum Stall. Ich kaufe noch ein paar Kühe. Wenn man so 150, 200 sollten schon drin sein, ne? Hofbauer MTB, servus, grüß dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wir haben ja bestimmt noch irgendwo Gras rumliegen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Moment! Ich habe das Güllefass noch dran. Hofbau MTB, ja, mitspielen ist möglich, natürlich. So. Kannst du mal das Video von diesem Loch in den Chat schreiben? Ja, ich müsste das erstmal suchen. Ich kann gerne mal kurz auf meinem Kanal gucken, ob ich das auf Anhieb finde, das Video. Ich gucke aber nur ganz kurz, weil ich weiß gar nicht, wie ich das benannt habe, aber ich gucke mal. Ich kann ja auf meinem Kanal nach Videos suchen. Alien? Ich meine, ich hätte das irgendwie was mit Alien. Alien, Trailer, Maishäckseln und mehr. Nee. Loch? Nee. Ja. LS19 wird dir zu viel finden. Es gibt einen Alien-Trailer. Den gibt es auf meinem Kanal. So, das war aber ein Q&A. Ich hatte eigentlich ein Video zu diesem Loch gemacht. Hm.
Nee, ich find's nicht. Auf die Schnelle finde ich es tatsächlich nicht. Tut mir leid. So. Das ist gut, Daniel, wenn man da hinfährt und dann ausgelacht wird. Das war bestimmt geil. Du sollst dich doch nicht auslachen lassen. Verena, ja, ich habe einen G29. Wächter der grünen Savanne, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ein geiler Name. War das aus der 19? Ja, LS19 Felsbrunn. Da gab es auf der Felsbrunn, oder es gibt auf der Felsbrunn, ist ja nicht Vergangenheit, sie ist ja immer noch da. Linord, moin. Gibt es ein Loch. Das führt dich durch eine Mine auf eine andere. Nicht auf eine andere Welt, sondern auf die andere Ecke der Map, quasi. Man nannte es das Alien-Loch. Aber ich finde das Video dazu nicht. Ich weiß, dass ich dazu mal ein Video gepostet habe. Ich kann mich sogar noch genau an das Thumbnail erinnern. Das Thumbnail ist dieser Mineneingang. Julian, danke schön für 99 Cent. Ich weiß, Daniel, ich weiß. Dankeschön, Julian. So, was wollte ich jetzt machen? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich wollte zum Hof. Ich hab echt, Dankeschön, 300 Däumels. Ich wollte zum Hof. Was wollte ich beim Hof machen? Ja. Ah, Kühe, genau. Danke, Joe. Gestern beim Dreschen die ersten Lebkuchen gegessen. Oh, Bernie, die habe ich schon vor 2 Wochen gegessen. Ich habe dann Ärger von meiner Frau bekommen, warum ich denn so früh schon Weihnachtskram kaufen würde. Das hat mich angelächelt. Da kann ich ja nichts für, ne? So. Genau, ich wollte mal die Kühe checken. Da eventuell noch ein bisschen was kaufe. Fiesta 1,2 Liter Eco Benzin mit 60 PS wird auf allen Treffen angeguckt. Ja klar, geguckt wird immer, ne? Geguckt wird immer. Ich muss aber auch jetzt mal gucken, ob ich hier beladen wurde jetzt. Ich habe ja noch den Anhänger hingestellt, für die Schafswolle zu verkaufen. Wir müssen natürlich auch weiterhin unser Geld machen. Wir haben noch 205.000. Naja, siehst du, Daniel, hättest du wenigstens mal die Motorhaube öffnen können. Da hättest du ja schon mal was Tuning-mäßiges gehabt. So, Wo hat er den denn her? Hä? Habe ich gesoffen? Wo kommt der denn her? Seit wann haben wir denn so einen Gabelstapler? Wie Standard? Okay. Wo ist... Ey! Mir hat gemietet. Man lernt auch immer noch dazu. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht.
Der kam mal mit einem Patch nach, okay. Geile Kiste. Wusste ich gar nicht. Der klaut der Nico mir einfach mein Trecker hier. So, Kühe. Wusste ich gar nicht. Dass man sowas mieten kann. Oh, die sind schön Mischrationen hier machen. Und Stroh am Einfahren sind sie auch. Sehr gut. Denkt dran, wenn das Strohlager voll ist, könnt ihr auch verkaufen fahren. Ne, das habe ich echt nicht mitbekommen, Kev. Dass der mal mit dem Patch nachkam. So, lass uns mal kurz gucken. Was haben wir denn hier? 60 Kühe. 100 Schafe finde ich okay. 60 Kühe, ja. Alles, was über 50 Schweine drüber weggeht, in der Gesamtsumme wird verkauft. Gut, dann fahre ich mal noch ein paar Kühe kaufen. Ja, Moritz, was kostet denn? Kann man den kaufen? Mit einem Seitenstapel auf diesem Untergrund. Perfekte Voraussetzung, auf jeden Fall. Aber es läuft auf jeden Fall, wie man sieht. Der ist schon seit einem halben Jahr oder so drin. Hab ich echt nicht mitbekommen. 37.000? Boah, das war teuer. Da muss ich ja erstmal 3 Jahre für arbeiten gehen. Phil Army! Nochmal mit dabei. Dankeschön. Phil Army, Dankeschön nochmal. Ein Fünfer. Danke, danke, danke. Moin Hobby Gamer, grüße dich, schön, dass du da bist. Hier haben sie angefangen anzubauen und wieder aufgehört. Hast du Mods drauf? Klar, Claudia, wir spielen mit Mods. So, ich werde jetzt erstmal rüberfahren und ein paar Kühe kaufen. Die BGA läuft schon mal in Anführungszeichen, ja. So. Das ist das krasse an Outstream Farm. Wenn ich mal zurückdenke, Outstream Farm LS17 hat das ja angefangen. Ne? LS17 war Outstream Farm. Hat ja mit den ersten guten Morgenstream gemacht. Wie klein die da noch war und wie weit man jetzt wirklich, Tag gesagt, Lars Peter, herzlich willkommen, wie weit man jetzt tatsächlich fahren muss, um zum Beispiel Tiere zu kaufen. Hab den Gabelstapler gekauft und mit dem Frontlader auf den Kipper gehoben, deswegen meine ich ja mit dem starken, achso, okay. Dienstag bitte einen Bausimulator leisten. Schröder, mal schauen, was überhaupt am Dienstag ist. Abwarten und Tee trinken. Lord Rio, guten Tag, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. So, wie spät haben wir denn? 3:10. Okay. Anja, servus. So, 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 so. Genau, weil hier links ist nämlich, der Händler. Das war im LS17 Allstream Farm die Hälfte der Fahrt. Ich mach's halt über den Händler gerne, da spare ich mir ein bisschen Geld. Du bist mein Lieblings-YouTuber. Ich danke dir, Verena. Danke, danke. Das freut mich. Achso, welche habe ich denn? Ich meine, ich hätte die. Genau, ich habe die Holstein, die typisch deutsche Kuh. Ja, ausgewachsen, ne? Moment, was, hat sein Zuchtalter? Ach so. Moment mal, das ist das Zuchtalter, das heißt Vermehrung. Das ist einfach nur, Moment mal, Zuchtalter, ist das dann gleichzeitig auch, also ab dann geben die Milch oder kann ich auch schon die für 1100 holen, um Milch zu bekommen? Oh, Kev, das Video mit dem Loch, das ist LS19. Boah, 2,5 Jahre? Weiß ich noch nicht, Sunloch, schauen wir mal. Kann ich echt nicht sagen. Ah, da kommt Geld. Wir kriegen Geld. Nice, das habe ich immer wieder gern hier. Und da, Leute, da seht ihr meinen Zähler? Da oben.
bevor die Maus verschwindet, 48.505 von 50.000. Ja, ich würde jetzt eigentlich hier, die machen da auch schon Milch, ne? Weil die sind ja schon dann, ne, die, das Zuchtalter erreicht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob durch das Zuchtalter auch gleichzeitig die Milchproduktion. Und das hier ist ja ein Jungtier. Da wird ja, glaube ich, noch nichts passieren, ne? Sind in nächster Zeit irgendwelche Großprojekte geplant? Oberfranken TV, wie definierst du Großprojekte? Also was wir auf jeden Fall noch weitermachen werden, das mache ich, Sky, Lefi, dankeschön. Was ich auf jeden Fall weitermachen werde, ist der Bausimulator. Das ist für mich ein Großprojekt, weil wir da zum Beispiel gerade diese riesen Raststätte bauen und wir uns dort tatsächlich eine Firma aufbauen wollen, wo wir alles selber besitzen. Also Bagger, Radlader, LKWs, Tieflader, die ganzen Kränen und so. Das ist für mich ein Großprojekt. Das habe ich vor. MLS 22 ist jetzt in nächster Zeit wieder ein Maishexen geplant. Aber auch mal ein großes Gülle-Projekt mit den Pumps and Hoses. Also nicht nur hier BGA bauen und so, sondern wirklich Verschlauchung bis zum geht nicht mehr. Und ja, wir schauen mal, was so in nächster Zeit noch dazukommen wird. Die für 1500 geben Milch, der Rest nicht. Da Kühe erst ab der ersten Laktation Milch geben. Also mit der Geschlechtsreife. Okay, habe ich das schon richtig im Kopf? So, mit 6 Stück ist das Ding voll, ne? Ich kaufe den Bausinn, wenn es im Angebot ist. Alles klar, Daniel, mach das. Sehr gerne. Gucken wir ja mal zusammen dann. Also Bausim ist für mich wirklich ein Spiel, das macht sehr viel Spaß im Multiplayer. Du spielst halt mit 4 Leuten. Das ist nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Ist einfach geil. Weil mit 4 Leuten kommst du wirklich sehr gut voran. Wann kommt wieder das Duell der Farmer? Lewe, muss ich mal mit dem Andy und dem Alex quatschen. Desto älter, desto mehr Milch. Okay, Sebastian, danke schön für die Info. Finde ich gut. Also Bausim ist wirklich mit 4 Leuten da im Multiplayer zu spielen. Das macht einfach viel Spaß. Das ist wirklich perfekt aufgestellt. Michel hat's mal wieder eilig hier. Ich weiß gar nicht, wo der hin will, was der beim Vierhändler macht. Der verballert nur Sprit, ne? So, weil ich fahre jetzt gerade ein paar Tiere rüber. PS4, PS5 haben immer noch sehr viele Fehler. Ja, ich glaube auch. Ja, wird so ein bisschen bleiben, ne? So, es sind nur 6 Tiere. Ich spare mir halt die Transportkosten. Man kann natürlich die Tiere, also die Kühe, auch direkt beim Kuhstall kaufen, zahle ich aber Transportkosten. Und deswegen hatte ich mir damals direkt hier einen Vieranhänger dazu gekauft, um das Ganze zu transportieren. Wegen dem Bausimulator, du kannst die Erde vom Loch der Raststätte direkt verkaufen. Das sind wir doch am machen, Schröder. Hast du den Livestream nicht gesehen? Ich habe da extra noch einen MAN-LKW gekauft, einen Dreiachser, Festaufbau. Um natürlich auch direkt den Kies oder den Aushub zu verkaufen, ja. So. Weiß ich nicht, sorry, Bro. So. Vorsicht, Abu, den Anhänger sollte ich nicht umfahren, da kriege ich, glaube ich, Ärger. Hier steht aber auch wieder alles kreuz und quer, ne? Von der Baustelle nicht erst zum Kiesfeld fahren. Das Kiesfeld... Ach so! Du meinst den Direktverkauf? Ist unrealistisch. Also nein, ist... Doch, ist unrealistisch. Aufgeladen werden muss es so oder so.
René, du stehst da ein bisschen im Weg. Ich muss da mal durch. Ja, dann... Gut, Kev, kann natürlich auch sein, dass ich es gelöscht habe, aber... Ich kenne es auf jeden Fall noch. Das auf jeden Fall. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So. Wieso ist unten rechts BG unten rechts? Wie unten rechts? Achso, muss ich wahrscheinlich das Gatter aufmachen, ne? Naja, Moment, oh, ob ich da überhaupt rumkomme. Doch. Kann man halt gut einknicken hier, ne? Ja. Hat Chef immer wieder gut gemacht hier, ne? So, haben wir schon mal 6 mehr. Aber was sehe ich denn... Was haben wir denn jetzt hier? Oh, die sind erst 16 Monate alt. Ah. Wir hatten hier schon die etwas günstigeren geholt. Ach so. Ich habe jetzt die ausgewachsenen. Okay. Na gut. Ich hole nochmal 6 Stück, ne? Dann hole ich gerade nochmal 6 Stück und dann dürfte das eigentlich erstmal passen. Hier steht alles rum. Warum steht das hier alles am Seitenrand? Wie kann man doch auf dem Hof fahren? Eieieiei. Okay. Warum mietest du dir nicht einen größeren Viehtransporter? Da musst du nicht so oft fahren. Das reicht. Ich muss halt immer ein bisschen auf die Map auch achten, Verena. Das ist ja Old Stream Farm, ne? Das ist ja nicht die Masse an Platz, die wir hier auf dieser Map haben. Und deswegen versuche ich das immer so ein bisschen zu machen, dass es funktioniert. Du brauchst einen Mitspieler, der die ganze Zeit nur aufräumt. Ja, Sebastian, das hatten wir tatsächlich auf der Chaosbach, also auf der Ellerbach des LS19. Da hatte ich tatsächlich ein, zwei Leute, die ganze Zeit nur auf dem Server waren und sich einfach nur darum gekümmert haben, dass der Hof aufgeräumt wird. Dann, ich bin seit dem LS15 mit dabei. Und da habe ich dann auch mit meinem YouTube-Kanal angefangen. LS15 waren noch Videos und LS17 kamen dann die ersten Livestreams. Fatboy, Servus, Moin, grüße dich. Gut, ich fahr los, mal schauen, ob ich wiederkomme. Ja, alles klar, Daniel. Achso, ja, verkauf auf Sonntag, ne? Ciao, ciao, viel Spaß. Wird bestimmt voll. Das kannst du gerne machen, Verena, wenn du das möchtest. German Gamer, Moin. Grüße dich, herzlich willkommen. Mein Anhänger steckt fest. Okay, bist du überhaupt mehr auf dem Server? Oder welcher steckt fest? So, eine Tour wollte ich noch holen. Einmal nochmal ausgewachsen. Wie gesagt, die anderen haben jetzt auch 16 Monate. Ich bin ja eh ohne Seasons. Das bedeutet, die Tiere können hier auch nicht sterben, wenn sie nicht versorgt werden. Beim Seasons ist es ja so, dass das tatsächlich geht. Oscar, moin, grüße dich. Den Fall habe ich hier ja jetzt nicht. Geht echt nicht. Schröder, ja, aber bitte keine Fremdwerbung.
Ich habe das mit dem Mammutviechern so ausprobiert und bin total ausgerastet. Ja, es geht ja, wie gesagt, klar, es gibt noch die größeren Viehtransporter. Das ist ein ganz kleiner, ne, für 2 Pferde. So, dann haben wir den von Kingston für 2 Pferde. Das ist so, wenn du so eine Pferderange aufmachen möchtest. Dragonheart, grüß dich. Dann haben wir den Silverstar. Da passen in dem Fall dann 12 Kühe rein. Den habe ich jetzt. Ne, da passen 6 Kühe rein, hier 12 Kühe. Aber ne, zieht euch das mal rein. Damit hantiert ihr auf der Orson Farm nicht gut. Es geht, aber sowas finde ich angenehm. Der ist nicht ganz so lang. Guck mal, der ist die ganze Ecke länger. Und ich habe ja mit dem jetzt schon Probleme. Also hiermit hantierst du dich wirklich auf der Oldstream Farm. Wir könnten den hier noch holen. Von Roland. Kostet ein bisschen weniger, ist aber schon wieder ein Tier bei den Kühen weniger. Guck mal, Schweine sind sogar 5. Und Schafe sind es nochmal 3. Spielst du morgen auch wieder Claudia? Das weiß ich noch nicht. Sehen wir dann mal. Kann ich dir jetzt echt noch nicht sagen, was morgen so geplant ist. Auf jeden Fall Jogginghose und nicht bewegen. Dann habe ich mir schon mal fest vorgenommen. 2 Touren reicht. Ja, vielleicht noch eine dritte. Sonst kann ja auch gleich wer anders noch fahren, wenn er Lust hat. Es gibt ja noch ein paar, die hier noch Arbeit suchen. Wir haben jetzt noch 189.000 auf dem Konto. Da sollte eigentlich schon ein bisschen was möglich sein. Hi Johnny! Jo, was geht? Du lebst ja auch noch. Johnny, Abonnent schon seit 3-4 Jahren. Du lebst noch, Johnny. Ich hoffe, es geht dir gut. Schön, dass du da bist. Gut, der Case fährt jetzt auch nur 43, ne? Alex, wenn du Leute zum Zocken suchst, bitte nicht hier im Live-Chat. Da kommst du auf meinen Discord-Server und da gibt es dann einen Chat-Kanal, Mitspieler gesucht. Da kannst du das gerne machen. Kommt bei 50.000 Abos ein 12-Stunden-Livestream. Schröder, schauen wir mal, was ich da mache. Ich weiß es noch nicht. 50k-Special, klar, habe ich irgendwie vor. Ich weiß aber noch nicht so ganz, was ich machen werde. Müssen wir mal gucken. Hallo Yannick, moin, mir geht's gut, wie geht's dir? Ich hatte ein 50, also ich hatte tatsächlich eigentlich so 12 oder 24 oder 2x 12 Stunden vor. Aber damit die Gesundheit vorgeht, ist es momentan eher schwierig. Ja, immer noch, hab viel um die Ohren mit meinem Nachwuchs, okay. Kein Problem, Alex, Johnny, alles gut. Freue mich trotzdem, dass du da bist. Alex, letzte Verwarnung. Aus meinem Chat finde ich es nicht in Ordnung, wenn man sich hier die Leute rausnimmt zum Mitzocken, weil die Leute können bei mir mitzocken. Wenn du, wie gesagt, Mitspieler suchst, geh auf meinen Discord. Dafür ist der Discord da. Und Kev, er darf sich eigentlich nennen, wie er möchte. Wenn er auch so heißt, dann ist das leider so. Ich weiß ja nicht, ob der mit dem Alex Gaming, dem anderen, was zu tun hat. Also, weil Alex ist ja so ein Name, haben viele. Ich glaube, wenn ich hier einen im Chat hätte, der heißt Pijoko, dann würde ich sagen so, oh, das ist aber jetzt kein Zufall mehr, ne? Ich werde ja auch oft gefragt, wie ich auf so einen Namen gekommen bin. Ich bin da mega stolz drauf. Vor allem, es ist halt... Hat nicht jeder, ne? Ich habe kein Let's Play, kein Game. Das ist halt das Risiko daran, Kev, wenn du sowas wie Gaming, Let's Play, Gameplay, TV oder so im Namen hast. Das kann einfach sehr schnell passieren, dass es halt auch andere haben. Weil sowas wie Gaming, Let's Play, LP, Gameplay oder TV, das haben viele im Namen drin. Schröder, bist gerade okay? Jetzt so langsam fängt er an. Deswegen werden wir auch gleich irgendwo so mal in den Feierabend gehen. Ich versuche immer so meine 2,5-3 Stunden. Das sind so Streamzeiten, wo ich sagen, das kriege ich hin. Und das, denke ich mal, ist ja auch genug Unterhaltung für euch. So 2,5 bis 3 Stunden. Ich denke mal, das ist immer so eine gute Zeit. Da hat man auf jeden Fall ein bisschen was erlebt. Und vor allem auch, wie, was wichtig ist, ein bisschen was hier geschafft, ne? So. Yannick, Ausrufezeichen. Discord. Echt jetzt, Tim? Tim ist, glaube ich, so ein kleiner Chaotenfahrer. So. Alex ist so ein Sammelname. Das sag ich ja so. So Alex ist ein weit verbreiter Name, klar. Deswegen, und wenn der natürlich dann auch Gaming heißt, dann ist das leider so. So, einmal ausladen. Hast du noch irgendwas?
Weiß ich nicht. Patrick muss auch mehr Liegestütz machen, dass sein Rücken wieder besser geht. Ja, ja. Ist schon klar, Kai. Schön, dass du da bist. Wasserratte, moin. Justin, Ausrufezeichen mitspielen. So. Komm, eine Tour mache ich noch. Dann habe ich 18 Kühe geholt. Das dürfte erstmal reichen. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, Kai, so Liegestütze könnten helfen, ja. Aber es ist halt auch dieses lange Sitzen, ne? Dann habe ich unten die Pedale liegen. Dann versuche ich immer so ein bisschen den Rücken zu knacken. Dann geht's wieder. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal wirklich in den Griff bekomme. Dass es also wirklich vorbei ist. Sonst werde ich nicht alt. Könnt ihr mir glauben. Ich erinnere mich an die Liegestütze-Streams. Ja, den Daniel, dem hat es nie gefallen. Der Daniel hatte nie Lust auf diese Liegestütze-Streams. Ich fand sie immer, Was habe ich denn? Ach, das ist mein Kissen! Ich dachte gerade schon, was habe ich denn da im Rücken? Ich habe doch meine Wärmflasche in der Hand. Das ist mein Kissen. Ist auch gut. So, Wärmflasche mal weg. Mir ist eh warm genug. Die Liegestütze-Streams fand ich immer geil. Hat jetzt nichts damit zu tun, Leute, weil ihr dann gespendet habt, sondern es war irgendwie lustig. Olivette, ich habe ein Secret Lab Titan Evo 2022 Version. Eigentlich ein sehr guter Stuhl. Kostet an die 600 Euro und hat auch eine Lendenwirbelstütze und sowas alles mit drin. Also eigentlich wirklich ein sehr guter Stuhl. Ja, aber mir schläft halt im Regelfall oder immer öfters mal der Pöppel ist ein. Und das zieht sich dann bis runter in die Knie. Und das habe ich noch nicht so ganz raus, was ich dagegen machen könnte. Hi Stefan, moin. Also der Stuhl ist eigentlich top. Ich habe da tatsächlich noch nie was Negatives von gehört. Ich denke mal, für fast 600 Euro kann man das auch verlangen, ne? Gehen immer noch nicht mehr als 16 oder 14 oder 16 Spieler. Also Maximalserver ist wie immer 16. 16 ist so oder so das Maximale. Egal, ob du einen Server mietest oder den Ingame-Server nutzt. Lars, grüße dich. Schön, dass du da bist. 16 ist das Maximale. Wir sind jetzt hier mit 14, weil das reicht. Mehr Maschinen habe ich leider auch gar nicht. So. Aber ich werde natürlich versuchen, bald auf 16 aufzubauen. So. Letzte Tour, würde ich sagen. Ah, dann kann ich ja gleich mal gucken. Ich wollte mir mal einen Traktorsitz in meine Gaming-Ecke stellen. Das hat auch was. Machen auch viele, die so ETS und so spielen. Die haben ja sein ganzes Equipment, so eine LKW-Kabine. Und dann haben die da auch wirklich so einen luftgefederten Sitz voll angeschlossen. Also die Luftfederung, alles funktioniert. Also schon echt geil, ja. Stefan, gute Besserung wünsche ich dir. Im Server ist eine Person gefehlt. Achso, im Server hat eine Person gefehlt und genau wo du gedrückt hast, war es voll. Ja, das tut mir leid. Sorry. Jo, klar, Joe, mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass du mit dabei warst. Ich hoffe natürlich, Abo und Likechen ist da. Und am besten aktiviert ihr euch noch die Glocke, damit ihr auch die Livestreams nicht mehr verpasst. Joint im Discord, folgt mir auf Instagram. Ankündigungen sind da, auf jeden Fall immer da. Die Ankündigung von dem heutigen Livestream ist zum Beispiel schon seit, ich glaube, Donnerstag oder Freitag online. Nächstes Wochenende wird es etwa gleich ablaufen. Da habe ich meine, Samstag oder Sonntag nochmal sturmfrei, dann geht das nochmal. Renger, wenn ich hier sitze, ja. Ja, natürlich, Moritz. Wenn ich hier sitze schon, Renger, das ist halt dieses lange Sitzen. Ich müsste eigentlich jetzt nicht durch Marinos, moin, mal im Stehen
zocken. So, da wurde schön die Schafswolle transportiert. Uiuiuiui. Ja, dieses Beitreten, das ist echt der Untergang manchmal. Es wird auch immer so warm in meinem Zimmer. Also Verena, auf jeden Fall schon mal keine Fremdwerbung und sei einfach du selbst. Das werde ich oft gefragt, Verena, aber mehr als sei du selbst kann ich dazu nicht sagen, weil ich sehe es so. Wenn du selbst bist, ja, ist der beste Erfolg. Ach, alles gut, Justin. Sturmfreie Bude, mega. Ja, habe ich jetzt gerade auch, deswegen, ne? Tür ist auf, Fenster ist auf. Zwei fette Tonis gerade bekommen, einfach mal rumgeschrien, war mir auch egal, bekommt hier keiner mit, ne? Kauft ihr mal eine Klimaanlage? Jo, klar, wenn ich das nötige Kleingeld hätte. Eine Klimaanlage, ich glaube, was kosten die? 1000 aufwärts? So eine gute. Gibt ja auch Klimaanlagen, die warm und kalt können. Und vor allem Strom. Boah. Die an Strom fressen. Also, Eddie, kannst du das Tor wieder aufmachen? Das wäre eigentlich ganz nett. Dankeschön. Mach deinen Mini-Kühlschrank auf. Joa, tu mal was für eine Energie, ne? Heieieiei. Mach den Mini-Kühlschrank auf. Ja, gestern waren wir auch warm. Ich habe tatsächlich mal kurz den Kopf in den Kühlschrank reingesteckt. So. Hi, Lukas. Moin. Das reicht. Jetzt haben wir 18 Kühe mehr. Aber der Hof, der, glaube ich, muss noch ein bisschen hier aufgeräumt werden. Oh mein Gott, wie sieht das denn hier aus? Alles kreuz und quer und... Ach du heiliger Bimbam, du ahnst es nicht. Oh. Ich fahr schnell hier weg. Da steht der Kartoffelroder von der Mission. Ich glaube, die Mission ist schon wieder schief gegangen. Hallo Simon, das passiert leider öfters mal, dass so eine Mission schief geht. Hier ist kein Platz mehr. Nö. Okay, dann stelle ich den mal hier neben. Die Halle ist nämlich voll. Aber da der ja eh eine Planer drauf hat, kann er ja nicht so schnell wegrosten. Stefan, ich spiele auf PC. Ist aber mit Crossplay, dementsprechend kann jetzt tatsächlich jeder mitspielen. So, ich hatte gerade irgendeinen Gedanken. Achso. Jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir 78, ne? Das ist okay. Hast du auf der Austin-Farm etwas verändert? Simon, also wir haben jetzt grundsätzlich mal eine eigene BGA gebaut. Dankeschön, Leute. 325 Däumels. Ist nicht das, was hier vielleicht manch einer kennt. Aber sind trotzdem 325. Das ist Alu. Ist das kein Edelstahl? Meinst du, das ist Alu? Ich hätte gesagt, das wäre Edelstahl. Naja, okay. Silvio, servus, moin. Ja, Schröder, Bumps and Houses müsstest du dir kaufen. Ich mache aber auch Livestreams, da brauchst du kein Geld ausgeben, um mitzuspielen. Das sind dann andere Maps. So, jetzt gucke ich mal kurz hier wegen den Missionen. Dadurch, dass der Kartoffelroder da steht, jetzt siehst du... Was? Ah, das war jetzt ein Witz. Leute, das sind 16.000 Euro. Und die sind beide auf 99%. Warum? Hier haben wir 20.000 Liter Kartoffeln. Ich glaube, die sind das, oder? Kann das sein? Wir haben... Ich weiß, dass wir Zuckerrüben geerntet haben, aber wir haben keine Kartoffeln geerntet. Ich fahre mal die Kartoffeln da hinten rüber. Haben wir einen Anhänger hier? Wir hatten ja früher noch das Problem, dass die Missionen ja nicht voll ausbaubar waren. Voll abschließbar waren. Da konntest du machen, was du willst. Das ging einfach nicht. Du konntest die Missionen nicht abschließen.
Guter Content muss belohnt werden mit einem Likechen, ne, Hobbybauer? Likechen und Abo, perfekt, danke. Ja, Zauber, kauf ruhig. Glaube ich, fällt nicht durch. Ich guck mal kurz, ob das hier noch die restlichen Kartoffeln von der Mission sind. Weil ich glaube, wir hatten selber noch kein Kartoffelfeld. So, wo sollten die hin? GCHB-Getreidespeicher. Ich glaube, der ist irgendwo hier in der Ecke. Kann das sein? Wo ist denn der GCHB-Getreidespeicher? Da. Hof, da. Okay, ich weiß wohin. Schauen wir mal, ob das vielleicht noch die Kartoffeln von der Mission sind. Abo hast du schon seit 19. Ich weiß, Hobbygamer, du bist schon lang mit dabei. Treue Seele hier auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich denke auch gleich, dass irgendwo meine Frau mal nach Hause kommt. Wie hast du den Übergang auf Wiese 29 gemacht? Wiese 29? Wiese 29. Da? Welchen Übergang? Die Wiese gehört doch gar nicht mir. Ah, voll Aluminium. Ja, okay. Sollte auch ein paar Regen aushalten oder ein paar Regenfälle. Von mir hast du das auch seit dem 19. Lukas, Dankeschön, immer noch mit dabei. Ich liebe deine Streams, denn du schaust immer auf den Chat. Danke, bin jedes Mal wieder gerne dabei. Leo, vielen, vielen Dank. Übergang über Bach. Da habe ich nichts gemacht, Simon. Das Feld gehört ja nicht mal mir. Fahr einfach durch. Passiert nichts. Also geil, Leute. Schön, dass ihr auch welche sind, die wirklich schon seit Jahren mit dabei sind. Wir machen ja YouTube jetzt mittlerweile seit 2016. Sind es im sechsten Jahr. Und haben fast 50.000. Also, das ist schon geil, auf jeden Fall. Guck, beide Roder stehen hier. Da vorne stand der eine, auf dem Hof steht der andere. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 16.000 Liter 1% ausmachen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist geil, wie kurzfristig die Bahnschranken hier runtergehen. Hallo Franzi. Also erstmal darfst du mich gerne duzen, sonst fühle ich mich alt. Schön, dass du da bist. Hast du ein Safe-Game von Ocean Farm? Ja, veröffentliche ich aber momentan noch nicht. Ich find's cool, dass hier so ein Zug lang fährt. Hat ja auch was mit Realismus zu tun. So muss das sein, Leute. Machst du mal ein Fan-Treffen? Nee, Liebe, da ich auch keine Facecam mache, solltet ihr eigentlich nicht erfahren, wie ich jetzt grundsätzlich aussehe. Ich bin am Start seit 8K, 8000, ja. So, jetzt fahren wir. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich noch diese 1% ausmachen. Das werden wir jetzt einfach oben sehen. Entweder ich kriege jetzt direktes Geld oder ich kipp's rein und nichts passiert. Okay. Ah, jetzt lernt es aus. Okay, ich krieg schon mal kein Geld. Tatsächlich. Ja, das waren die Leute. Das ist jetzt Bonusgeld. Das sind jetzt schon mal 5.229 Euro Bonusgeld und ich habe immer noch was im Silo. Das hole ich jetzt auch noch, bevor ich die Mission abschließe. Also Bonus-Money, Leute. Weil die wirklich sehr ordentlich abgeerntet haben, bekommt man ja, sobald die Lohndienstleistung abgeschlossen ist, ein Bonus für den Restertrag, den man vom Feld runterholt. Mach mal eins da mit dem Giotto auf dem Kopf. Ja, natürlich. Mach ich mir auch zur Lachnummer hier. Nein, Lukas, so Fan-Treffen grundsätzlich ist nicht geplant. Genieß die Streams. Genieß die Videos, die ich veröffentliche. Genieß die neuen Games, die ich euch immer zeigen kann. Und dann machen wir einfach so weiter wie gehabt. Ist ja jetzt wie mit dem Bausimulator, bin ich jetzt auch fleißig dran. Und der macht mir richtig viel Spaß. Geht ja auch jetzt im Multiplayer los.
Ersten Multiplayer-Stream haben wir schon gemacht. Weitere sollen auf jeden Fall noch folgen. So, jetzt holen wir uns noch den Rest Bonusgeld. Das heißt, wir fahren jetzt noch mal kurz zum Hof und holen dann noch, ich glaube, da sind noch so 4.000, 5.000 Liter drin. Und das ist tatsächlich dann unser Bonusgeld, weil wir haben ja schon alles abgeerntet. Allein sowas, da kann nicht jeder behaupten, dass er sowas hat, ne? So ein Pichocco im Karton hat nicht jeder. Original ist ja eigentlich... Habe ich es überhaupt noch hier? Das tanzende Pikachu? Ja. Pokémon im Karton. Das ist ja das Original. Und dann ist einer meiner Abonnenten hingegangen und hat das daraus gemacht. Pichocco? Im Karton. Fand ich halt richtig lustig. Er mitten im Livestream meinte einfach, sag einfach mal Pichocco. Und ich so, ja, Pichocco. Und dann hat er mir, ich glaube, eine Woche später dieses Video geschickt. Also einfach nur, richtig geil. Entschuldigung, ich hatte gerade die alte Allstream-Farm im Kopf. Da konnte man nämlich hier links am Feld lang fahren. Ja, dafür ist ja jetzt hier oben ein Ausgang. Also die ist auch komplett anders. Ne? Die Allstream-Farm hier kannst du nicht mehr mit einem 17er vergleichen. 17er und 19er hat sich nicht viel getan. Ich glaube, der Shop ist nur weggewandert. Ne? Im 17er war der Shop noch ziemlich mittig. Da hängt ein Anhänger, warum auch immer. Und im 19er war der dann nochmal woanders. Was ist denn hier passiert? Zocker Bro, kannst du ADAC mal hier hinrufen? Oh, ja, jetzt komme ich hier natürlich nicht raus. Ja, kannst vergessen, komme ich nicht rum. Keine Ahnung, was da passiert ist. Fakt ist, ich werde da nicht rauskommen. Fahren wir doch andersrum. Puh, in die Halle am besten. Fahren wir doch hinten rum. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Hat sich anscheinend irgendeiner mit dem Hänger aufgehangen. Hat nicht Bescheid gegeben. Dann hätten wir ihm da rausgeholfen. Und dann passiert leider sowas. Kommt nochmal eine coole Singleplayer-Map. Keine Ahnung, Simon, bin kein Modder. So. Ja, ich muss jetzt hier lang fahren. Moin, Lukas. Die Gülle ist der fleißig in der Produktion. Wir haben uns jetzt unsere eigene Pumps and Hoses BGA gebaut. Gekauft, wollte ich schon sagen. Wir haben die Inhalte gekauft, aber selbst gebaut. Also eigene BGA ist gebaut. Die ist auch schon ein bisschen am Produzieren. Wir warten jetzt halt nur auf die Silage, die gerade am Gären ist. Und ansonsten, ja, Gülleverschlauchung sollte weitergehen hier auf der Allstream Farm. Wir haben schon mal die ganzen Maschinen und so dafür gekauft. Da kommt auf jeden Fall was. Ich finde Bausim cool. Ja, Bausim ist ein richtig geiles Spiel. Auf jeden Fall, Daniel. Macht dem Multiplayer Spaß und vor allem, du hast halt so einen Karrieremodus. Hier im LS geht ja keine Karriere in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob man sowas mal entwickeln könnte. Vielleicht überlegt sich der Giants ja was. Aber grundsätzlich ist hier ja keine Karriere möglich, sondern du hast halt einen Hof und du kannst ja eine Karriere daraus machen, indem du einfach sagst, so, ich erwirtschafte jetzt mein eigenes Geld und kaufe mir nach und nach größere und größere Maschinen. So ist es gedacht. Und im Bausim hast du tatsächlich einen Karrieremodus, musst da 4 Karrieren in den verschiedenen Kategorien abwickeln. Nice, Bock das DLC habe ich selber noch nicht. Ja, also mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. So, das ist auch nochmal Bonusgeld. 1700. Und jetzt können wir nämlich hier hingehen. Abschließen, abschließen. Wir haben jetzt nochmal 16.000 Euro bekommen. Sehr gut. Den ADAZ, ja, das ist nach wie vor Zocker Bro, den gibt's auch noch. Hast du schon die Vorstellung von der Map Schwäbisch Alb für den LS22 gesehen? Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob mir die geschickt wurde. Ich glaube aber schon. Zocker Bro oder Moritz hatten mir da mal ein Video geschickt. Ich meine, das wäre die aber gewesen. Nee, das war eine andere. So, jetzt der Anhänger auch weg, ne? Der war aus der Mission. Nicht wundern, warum jetzt der Anhänger bei mir weg ist. Der war ebenfalls von der Mission. Und dann würde ich jetzt sagen, was haben wir jetzt? Ach komm, jetzt haben wir 3 Stunden voll, Leute. Das ist eine gute Sache.
Nun, wir haben, ey, krass, 48.508. Also heute im Livestream auch schon wieder an die 25 Abos rausgeballert. Sehr, sehr geil, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. War ein toller Stream. Ich würde sagen, wir genießen jetzt alle noch ein bisschen den Sonntag. Ich hau mich jetzt auf die Couch. Werde jetzt noch meinen Traktor unterstellen. Und dann wird es auf jeden Fall natürlich noch die Credits wieder geben, so wie ihr es schon kennt. Aber jetzt erstmal kurz den Traktor zurückfahren. Dann werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall weitermachen. Das Team hier kann jetzt noch ein bisschen aufräumen. Das werden die auch, denke ich mal, grundsätzlich machen. Ja, der Rücken, Schröder, ich sag mal so drei Stunden kriege ich hin. Aber dann so langsam muss ich mich dann auf die Couch stellen. Also ich bitte da um euer Verständnis. Ich muss euch ja ehrlich gestehen, oder was heißt ehrlich gestehen, ich habe es ja auch schon den ein oder anderen erzählt in den Livestreams. Ich war ja vier Monate knapp in der Pause, hatte mit gesundheitlichen Gründen, es ging einfach nicht. Also im Rücken ist mittlerweile besser geworden, aber so vier Monate lang, ich konnte nicht wirklich lange sitzen. Ich kam von der Arbeit und habe mich auf die Couch gelegt, weil es anders einfach nicht mehr ging. Und deswegen war auch lange Ruhe auf meinem Kanal. Jetzt mittlerweile bin ich natürlich wieder da, Leute. Ihr seht es ja selber und auch wieder mit vollem Einsatz. Ich mache diese ganzen Previews, Bausim, Mod-Vorstellungen, Livestreams. Ist alles wieder da. So ist es nicht, Leute. Ne? Und deswegen würde ich sagen, nach gut drei Stunden gehen wir heute jetzt in den Feierabend. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Natürlich hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Dankeschön für 338 Däumels. Irgendwann kommt auch mal wieder ein Livestream. Dann machen wir die 1000 Daumen wieder voll. Vielen Dank an die Supporter. Vielen Dank für eure Subs, für die Abos und für den Support, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Livestream wieder. Wartet einfach die Benachrichtigungen ab. Euch jetzt viel Spaß mit den Credits. Schönen Sonntag noch, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Tüdelü. Und tschüss. Faster than a boat, faster than lightning. We are the farmers.